Ich habe alles vergessen. Ich bin in dieser Stadt hier und keine Ahnung wohin. Ich war in dieser Eishöhle. Ich sollte ein Evoli fangen gehen. Ich gehe ein Evoli fangen. Weiß ich noch, wo Evoli war? Nein. Hallo Funex. Hallo JJ. Do it, JJ. Do it. Wo war Evoli? Ich glaube 5. Ich muss nachschauen. I did it. Nein. Hallo Evoli Boy. Route 10. Tausch in einem Hotel. Route 10. Da ist es. Hallo Mariko. What is poppin'? Wir holen uns jetzt noch ein Evoli, weil irgendwann muss ich eh ein Felinara draus machen. Keine Ahnung, mit was ich das jetzt ersetzen soll. Verdammt. Ich glaube, es war egal, welches Gras, oder? Hallo Phil, hallo Scarlight, hallo Megumina, Evoli, gelbe Blume, 20%, Evoli, hohes Gras, 5%, okay. Ishi. Yeah. Hallo Tomidara, ich mach die Augen zu, das Wetter macht mich wieder fertig, aber ich werde dir lauschen. Erhol dich gut. Hallo Happens. Mariko, du bist ein Brokkolos. Und JJ, du bist ein kleines zitterndes Zelt. Und da ist auch schon das Evoli. Und wir schmeißen einfach Pokebälle. Ich weiß gar nicht, ob die Fangchance so ist wie bei einem Starter bei Evoli. Was ist die Catchrate von Evoli? Nicht gut, glaube ich. Was ist die Catchrate von dem Glumanda? 45, doch. Gleiche Catchrate wie ein Starter. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich traue Amagaga nicht zu. Wobei, so eine kleine Lawine wird doch ein Evoli nicht umbringen. Ja, doch. Hallo Emmegelol. Shiny Duraludon oder Full Dex PLA? Was du jetzt machen sollst? Hallo Funske. Shiny du machst einfach beides. Shiny Duraludon hast du in spätestens einer halben Stunde, wenn nicht 10 Minuten. Und dann ist die Frage, warum hast du nicht schon längst ein Full Dex in PLA? Oder meinst du den 100% Pokédex? Einträge, Level. Das machst du einfach danach. Heute Abend bist du fertig. Hallo Drarot. Was ist denn da die Frage? Zuerst Duraludon schnell holen? Brion
Brian, du bist ein Mollunk. Und da ist das Evoli. Ein Männchen, denn wir kacken auf Schambolzen jetzt. Aber irgendwie müssen wir da ein Felinara draus machen. Jetzt kann ich schon mal abkreuzen wenigstens. Muss ich das in mein Team tun? Weil ich glaube, diese Herzen entstehen wirklich nur, indem ich es füttere und so weiter. Das heißt, ich könnte es in mein Team tun, füttern, streicheln, bla bla bla, in die Box tun. Oder ich forsche kurz nach, ob man diese Herzen auch irgendwie wieder verlieren kann. Wie heißt denn dieses System? Aber das steht auch hier. Amiga Pokami oder so. Poki Ami. Dummer Name. Pokémon Ami. Dummer Name. Ich schon, Arceus, bin etwas durchgerusht. Ja, einfach beides machen. Alle Pokémon in Arceus fangen. Beides kannst du heute geschafft haben. Vor 24 Uhr. Aber lass dir Zeit, Arceus ist großartig. Kann man Punkte verlieren? Oh ja, man kann. Die Werte beeinflussen. Minus 20 Spaß? Pokémon an beliebiger Stelle streicheln. Warum Spaß? Minus 20. Zutrauen, Zutrauen, Zutrauen. Ein Pokémon ein Ehrungsdeko Pufflé verfüttern. Achso. Pufflé sind diese komischen Dinge. Sattheit, Spaß. Minus... Achso, quasi streicheln gibt weniger Spaß. Aber dafür Zutrauen. Das heißt, so nur Plus zu kriegen, sollte ich auf jeden Fall füttern. Streicheln macht Spaß weg? Okay. Pokémon ein bisschen von Pufflé geben. Pufflé. Pokémon zwei Bissen Pufflé geben. Grimassen schneiden, gewinnen. Okay. Ein Pokémon-Wettbewerb, der 50 Schritte laufen, ist sogar schlecht quasi. Sattheit minus, Spaß plus. Pokémon schlagen? Ich kann Pokémon schlagen? Wieso hat mir das noch keiner gesagt? Pokémon ein High Five geben? Wie? Bärenernte oder Kopfball, ja, das sind die Spiele. Minus 110. Achso, Sattheit. Okay, ja, Sattheit ist mir egal. Ich schätze mal, nur dieses Zutrauen ist wichtig, oder? Pokémon an Lieblingsstelle streicheln. Wie finde ich das denn raus? Jenny, dankeschön für 60 Monate. Hallo. Du fühlst dich alt? Frag mich mal. Das heißt aber, ich kann, das Zutrauen kann niemals ins Minus gehen. Das heißt, ich kann das Ding schlagen, wie ich will. Nur der Spaß geht runter. Oder? Wo war das Schlagen? Pokémon schlagen, minus 5 Spaß. Aber das Zutrauen geht nicht runter dadurch. Das ist schon eine sehr toxische Beziehung dann. Habe ich hier, hier, eine Besonderheit stellt das Pokémon Evoli dar. Es ist das einzige Pokémon, dessen Weiterentwicklung vom Zutrauen abhängt. So kann es sich mit einem Zutrauen von 2 oder mehr und wenn es eine Feenattacke beherrscht, so viel Naren weiterentwickeln. Zutrauen von 2 oder mehr. Aber das hier ist jetzt nicht 2, das ist einfach nur plus 2. Das Zutrauen selber ist auf einer Skala von 1 bis 255. Aber jeder 50 Punkte Schwelle des Zutrauens tanzt das Pokémon ein individuelles Freundstänchen, glitzert auf und sein Ruf ist zweimal zu hören. Also ich muss 100 Punkte Zutrauen schaffen. Was ist, was dreimal plus 3 an Lieblingsstelle streicheln? Okay, das kriegen wir alles hin, oder? Dann tue ich das aber in mein Team. Streichel, tu so Zeug und tu es wieder raus. Weil anscheinend ist Kämpfen und sowas echt nicht wichtig. Nur streicheln und Pufflés verfüttern. Und ich glaube, ich war in dieser Eishöhle.
Schrittlaufen ist gut, steht ja Plus und nicht Minus. Ja, aber nur für Spaß. Und Spaß ist egal. Zutrauen ist wirklich nur Wettbewerb. Wettbewerb in XY. Grimasse schneiden ist ein Minispiel. Und füttern und streicheln. Mehr gibt nicht Plus. Und Pokémon tauschen, aber... Wird ein Pokémon getauscht, wird sein Zutrauenswert auf 0 gesetzt. Tauscht man das Pokémon zu seinem Originaltrainer zurück, nimmt es erneut den Zutrauenswert an. Okay. Selbst wenn ich das Evoli wegtausche, wenn ich es wiederbekomme, ist es das Gleiche. Man sieht dir dein Alter kaum an, Leo, außer du ziehst die Cap an. Auf. Deswegen habe ich sie ja an. Wo kommen wir hier... Warte, ich muss kurz Evoli ins Team tun und streicheln und dann wieder wegpacken. Wir haben keinen Platz für ein Evoli. Wobei, am Ende will ich ja Filinare im Team haben. Aber ich bin noch nicht bereit, mein Mehikel weiterentwickelt heißt... Chevrum, das weiß ich doch. Chevrum. Genau, also mein finales Team will ich, dass es so ist. Quajutsu, Magarga, Durengard, Felinara, Pandagro und Fiaro natürlich. Fiaro und Pandrago. Pandagro. Ich glaube, es ist kein schlechtes Team, oder? Dann habe ich halt Eis und Fee gegen Drache. Amagaga könnte man eigentlich auswechseln gegen irgendwas anderes Krasses. Wie Feuer. Nee, ich habe Feuer. Wie Psycho. Ich habe kein Psycho. Aber wir bleiben erstmal dabei. Ich kann ja gucken, wie lange ich mit ohne Chevrum jetzt auskomme. Chevrum. Schau, mein Quajutsu hat 0 Zutrauen. Evoli. Und jetzt wird gestreichelt. Komm her. Wo ist dir deine Lieblingsstelle und wie schlage ich dich? Bin zu schlecht darin, Vertrauen zu pushen in Gen 5. In Gen 5 gibt es, glaube ich, kein Vertrauen. Das ist nur so eine Gen 6-Sache. Du meinst Freundschaft. Hallo, Adri. Erstes Sandwich, Duraludon. Schau. Ich kann es nicht von hinten schlagen. Jetzt wahrscheinlich. Geht nicht. Wie schlägt man seine Pokémon? Kann sein, dass es ein Oras-Ding ist. Vertrauen ist Freundschaft? Nein. Das haben wir letztes Mal bewiesen. Vertrauen ist nicht Freundschaft. Meine Freundschaft ist gestiegen von dem Evoli. Es hatte eine Feenattacke und es hat sich zu Psyan entwickelt. Weil in Gen 6 brauchst du Vertrauen und nicht Freundschaft. Freundschaft macht nach Tara und Psyana. Vertrauen macht Felinara. Das ist nach Gen 6 alles wieder aus dem Fenster, aber in Gen 6 war Vertrauen und Freundschaft ist was anderes. Okay, wo ist deine Lieblingsstelle? Woran merke ich das? Weil der Sound höher ist? Wahrscheinlich, oder? Was am höchsten ist. Pyro, hallo. Hast du jetzt echt schon dein
Reaktion, Fragezeichen? Was willst du? Achso. Die Reaktion von Evoli, das kann sein, ja. Aber hast du jetzt echt schon dein Duraludon? Das ist doch geil. Und jetzt auf in Legends Arceus und alles fangen. Und dann friss. Ich hab nicht so viel. 2 Herzen. Ich brauch dieses rosane. Wo krieg ich die Dinger her? Ich muss die einfach in der Konditorei. Das ist so typisch französisch. Das ist schon, die haben da schon nachgedacht. So, das für ein... Das könnte sein, dass das jetzt schon ein Herz war, aber ich habe niemals 50 Dinger schon gemacht. Die Reaktion war aber ein bisschen komisch. Doch, es ist ein Herz. Kann es sein, dass das erste Herz, so wie bei Pokémon Go, einfach instant kommt? Weil 50 waren es sicher nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach irgendwo weiter, wo auch immer es weitergeht. Ich schätze hier. In den Minispielen. Achso, ich muss die Minispiele machen und dann kriege ich dafür Pufflis. Hänge hier parallel dran, Pokémon Schwert Route 9 zu 100% zu spielen. Mit anderen Worten, angle seit 4 Stunden, dass ich das 1% Lapras bekomme. Einfach nur ein Lapras. Kein Shiny Lapras. Seit 4 Stunden. Benutzt du auch schön so Sachen, die das leichter machen? Wie, ich weiß nicht, was es genau in Gen 8 ist, aber so Saugnapf. Da gibt es eine Fähigkeit. Motogel. Du willst es komplett ohne machen. Stinknormales Lapras seit 4 Stunden kommt nicht. 1% ist jetzt schon krass natürlich, aber es ist jetzt nicht die Welt. Liegt es vielleicht am Wetter? Ich glaube, Wetter beim Angeln ist in Gen 8 irrelevant, oder? Weil es ist ja kein Pokémon, was in der Zone rumläuft. Er ist ja auf Route 9, wo Wetter keine Rolle spielt. Da kann es nur hageln. Ja. Ja, krass. Viel Erfolg. Du meinst 100%, du willst halt einen vollen Pokédex haben. Lapras. Und dann schön Gigasuppe machen für Lapras. Lapras ist mit eins der schönsten Gigas. Sag Bescheid, wenn du es hast. Aber ich wette mit dir, dass dieser Stream dir Glück bringt. Attack. Attack. Hallo Danu. Gibt es eine Möglichkeit, Dewey Testo schnell in Schwarz zu bekommen? Hä? Da geht's hoch, oder was? Oder soll ich absteigen? Okay, cool. Was war das für eine sinnlose Sache? Ich weiß nicht auswendig, wo Dewey Testo ist, ob das in Schwarz oder Weiß ist, aber die Seltenheit von Dewey Testo und Caradonis wechselt sich ab, je nach Edition. Ich habe Schwarz gespielt und ich glaube, da war Dewey Testo das Seltenere. Aber ich habe das sehr oft beim Leveln gefunden. Wenn du dich auf die Route stellst, ich weiß nicht mehr, welche Nummer das war, ich glaube irgendwie sowas wie 14. Auf der Route, wo du quasi die Stadt verlässt, um das erste Mal zur Siegestraße zu gehen. Also nicht auf der Siegestraße, sondern die Route vor der Siegestraße. Da habe ich gelevelt und halt bin ich die ganze Zeit hin und her gelaufen, bis ein Phänomen im Gras aufgetaucht ist. Wenn du jetzt nicht weißt, was ein Phänomen ist, dann hast du mein Video nicht gesehen und dann bin ich sehr traurig. Aber wenn das dunkle Gras raschelt, dann sind da seltene Pokémon drin und da kann Dewey Testo drin sein. Und diese seltenen Gräser suchst du ja, um zu leveln, weil da sind... wie heißt das Tier? Manchmal fallen mir nur die englischen Namen ein. Ardino. Das süße Schweinchen.
Ich weiß es. Danke, ja, so habe ich es auch versucht, nur ich bekomme seit 3 Tagen nur Ordoch. Ordoch oder Emolga? Bei mir kam da ständig Giotesto. Aber guck nochmal auf PokeWiki auf der Route, ob Giotesto in raschelndem Gras auftauchen kann. Aber ich glaube, dass es bei mir... Vielleicht ist es auch im normalen Gras aufgetaucht, wenn ich es mal nicht bis zum Raschelnden geschafft habe. Was? Warum zweimal? Was? Was? 5%? Dann musst du einfach Glück haben. Hast leider krasses Pech anscheinend. So wie 1% Lapras. Hallo Azrael. Will halt, dass da steht, Lapras in der Galar-Region auf Route 9 gefangen. Also jedes Pokémon an jedem fangbaren Ort, das will ich. Jedes Pokémon an jedem fangbaren Ort. Aber was würde denn da sonst dastehen? Ich weiß gar nicht, wie man Lapras sonst fangen kann. Ich glaube, Lapras schwimmt nicht in der Naturzone rum, oder doch? Ich will jedes Pokémon an jedem fangbaren Ort. Achso, das heißt, wenn du Lapras auf Route 10, 11 und 12 haben kannst, dann willst du jedes Lapras jeweils haben. Echt, das gibt's auch in der Naturzone? Okay. Genau. Okay, krass. Was machst du dann mit sowas wie Micro, das einfach auf jeder Route ist? Oder auf Volley? Das ist mal eine Challenge, ja. So, hier müssen wir gerade ein paar Sachen laden. Ich bin sehr positiv überrascht, dass das Spiel so selten ruckelt. Gerade muss es wieder laden. Was ist das? We will never know. Ich kann mich erinnern, dass hier irgendeine krasse Story stattfand. Ja, Lapras gibt es natürlich auch in Raids, klar. Wahrscheinlich auch Giga-Raids. Und alles im Premierball? Warum denn nicht Pokéball? Okay, ist hier irgendwo eine Arena, die ich nicht sehe? Ah, hier. Leo. Premier sieht besser aus. Ich finde, beide sehen gleich simpel aus, aber für mich ist halt der Pokéball irgendwie nostalgischer, weil es halt der allererste Ball ist so. Premierball gibt es erst seit Gen 2 erst. Oder gab es den ersten Gen 3, den Premierball? Wann hat man Sachen umsonst gekriegt? Kann sein, dass es erst ab Gen 3 war. Hey Fast Guy, danke für die fast tägliche Unterhaltung. Oh mein Gott, ist das ein neuer Ball? Fast Guy, dankeschön für 18 Monate. 18 Monate, warum habe ich keinen Surfer gemacht? 18 Monate sind anderthalb Jahre. Ja, du hast den Beast Ball jetzt, beziehungsweise den Ultra Ball. Nicht unbedingt der hübscheste, aber der danach. Auch nicht der hübscheste, aber der danach ist der Meisterball. Ich bin 20 Level drüber, ja. Das passiert halt, wenn man die ganze Zeit mit seinem Starter kämpft, ne? Und keinen NPC auslässt. Hallo, Regirock. In Gen 3 wurde der Premierball eingeführt. Ja, aber da hat man jedes Mal nur einen gekriegt, auch wenn man 100.000 da gelassen hat. Es hat, glaube ich, lang gedauert, bis das geändert wurde. Das ist auch so eine Sache, die ich mal nachschauen will. Wie lange hat es gedauert, von Gen 3 bis Fragezeichen, dass man so viel Premierbälle kriegt, wie man 1.000 Pokédollar da gelassen hat? Warum ist Sondersensor so schlecht gegen den kleinen Fisch? Gen 5 glaube ich auch noch. Ich glaube auch, dass es in Gen 5 noch war.
Wir können mal gucken, wie viel Premierbälle ich habe. Ich habe, glaube ich, erst so dreimal oder sowas eingekauft. Sag mal, dieses Aquarium ist ein bisschen... Ultraball wäre auch eine Challenge, aber der ist so selten. Kann man Ultrabälle in Gen 8 nicht irgendwie kaufen? Sind die nicht irgendwie so bei... Keine Ahnung, bei den Buddelbrüdern oder bei Watt oder bei... Ich glaube, mit Watt kann man sie kaufen. Oder mit hier diese Gigasteine. Dünnererz, genau. Nur Orgelnator. Nicht mal Dünnererz? Dünnererz würde halt Sinn machen. 150 Dünnererz im Riesennest. Hm. So, wie viel Premierbälle habe ich? Was ist hier eigentlich? Hier ist null Ordnung drin. Wir müssen hier mal aufräumen. Okay, das ging schnell. Premierball, einen. Ich habe nur einen Premierball. Obwohl ich schon mehrmals eingekauft habe. Und definitiv sau viel Geld dagelassen habe. Also das sieht erstmal so aus, als würde das hier noch nicht der Fall gewesen sein. Aber wir schauen beim nächsten Einkaufen. Rollerblades nicht, mein Freund. Okay, was haben wir hier für eine Sims-Grafik? Sims-Kameraeinstellung? Okay, Rätseltime. Labyrinth. Doch selbst wenn du den Weg finden solltest, wartet unterwegs lauter Psycho-Pokémon. Okay, da ist ein Sternzeichen. Okay, bringt nichts. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Ist. Okay. 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 Chill. Leicht übertrieben. Hallo Basti. Du spielst gerade Oras und hast du mehrere. Ultra Balls. Willst du nicht da drüber springen oder so? Anlauf. Dein Ernst? Cool. Hä? What? Nein, ich will nach oben gehen, Mann. Diese gigantische Lücke ist nicht zu überwinden. Gigantisch ist die Lücke. Adri, du bist ein Bellidrom. Blip wird zu Blip, Blip, Blip. Blob. Blip wird zu Blob? Nee, wie heißt es? Wampitz. Boah, da wäre ich jetzt gerade nicht drauf gekommen. Aber es ist. Ich kenn's. Ich habe nach 160 Eiern einen Shiny Sodamark bekommen. In Gen 5. Geil. Oder woanders. Moment, warum? Was hat das für eine krasse Attacke gemacht? Toasty, du bist ein Sirapfel. Süß. Ist das die letzte Arena? Ich glaube, es ist die vorletzte. Bezirza. Wer will Bezirza lernen? Nicht? Was? Okay. Hallo Stabilo. Hab mal eine Frage. Ist es möglich, die Fossilien in Gen 8 im Premierball zu bekommen? Ich glaube, du kriegst sie immer im Pokéball. Und Fossilien, zumindest die Fossilien, kannst du nicht breeden. Aber das müsstest du vielleicht selber mal googeln. Das ist jetzt nur aus meinem Kopf, weil du stöpselst die ja zusammen. Dadurch, dass sie zusammengestöpselt werden, sind sie automatisch in einem Ball drin. Wenn du sie brüten könntest, könntest du vielleicht den Ball
Nee, selbst dann könntest du den Ball nicht wechseln, weil Ditto vererbt nicht den Ball. Ich glaube, das geht gar nicht. Ist ja nicht breedable. Ja, ich bin auch nicht sehr breedable. Okay, irgendwie ist das nicht ein Labyrinth, wenn ich einfach nur einen Teleporter zur Auswahl habe. Das größte Labyrinth war bisher, dass ich einen Punkt nicht überspringen konnte. Krasses Labyrinth. Und deswegen ist Pokéball, finde ich, die sicherere Wahl, wenn es bei der Wahl des Balles geht. Wenn es um die Wahl des Balles geht. Ich meine, das glaube ich aber gerade wirklich. Ah, ne. Weil Pokéball ist immer der Standard. Das Einzige, wo du dann vielleicht mal so gefickt wirst, ist, wenn ein Event verteilt wird im Jubelball. Aber dann ist es immerhin der Jubelball, der ist verdammt cool. Und das mit dem Traumball im Traumradar, das war ja meine Schuld, ne? Das hätte man ja umgehen können. Also es war ja absichtlich von mir. Ich check die Arena auch nicht. Ich glaube, du musst einfach lang gehen. Ich liebe den Namen von Amagarga. Pandagro mag ich nicht so. Pandrago ist doch ein coolerer Name. Apandagro macht mehr Sinn, ich weiß. Knirscher anstatt Schlitzer, würde ich mal sagen. Oder anstatt Bodyslam. Bodyslam 85, Schlitzer 70, Knirscher 80. Weg mit dem Schlitzer. Auch Volltrefferquote. Ich weiß, aber Bodyslam ist Paralyse. Du hast auch mal Pandrago gelesen? Ja, weil Pandrago lässt sich so viel einfacher sagen. Oh, es ist ein Agro-Panda. Pandagro. 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 Pandrago. 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 Pandagro. Pandagro. Pandagro hört sich dumm an. Blade Sasuke. Du bist ein Nihilape. Auch genannt Epitaph. Panmako? Apropos Event, was ist eigentlich mit den Mythicals in XY? Die habe ich alle schon. Ich habe die vom Event. Die wurden mir netterweise von netten, netten Zuschauern getauscht. Anders ist es nicht möglich, sie zu bekommen, außer du möchtest natürlich cheaten. Kannst du dir natürlich ins Spiel rein cheaten. Was nichts anderes ist als jetzt der DNS-Glitch in Gen 4 zum Beispiel. Aber der DNS-Glitch in Gen 4 simuliert wenigstens das Ganze. Und du hast mehr das Gefühl, dass es halt so passiert, wie es damals passiert ist. Aber es ist natürlich vom Vorgang, also nicht vom Vorgang, aber es ist natürlich vom im Prinzip auch cheaten. Aber nee, das... Die haben wir schon. Und anders geht's auch nicht. Hallo Kason. Pandagro klingt nach einem Rapper aus Neukölln. Ja, Labyrinth ist ein bisschen viel versprochen von diesem Ding hier. Okay, hier ist tatsächlich eine Sackgasse jetzt gewesen, oder? Nee, ich muss dahin. Welche Mysterium Mons sind das? Die da. Diancie, Hooper, Volcanion und Hooper Unbound. Drei verschiedene, wie fast immer, und eins davon ist eine Form, also vier verschiedene. Die kann man heute nicht mehr kriegen. Außer du spielst Pokémon Go. Außer du hast bei Events mitgemacht. Damals oder vor... Volcanion zum Beispiel wurde vor 2 Jahren verteilt. Diancie wurde, glaube ich, schon ewig nicht mehr verteilt, außer in Pokémon Go. Und Hooper wurde auch schon ewig nicht mehr verteilt. Ich glaube, Diancie wurde noch ewiger nicht verteilt, weil Hooper wurde, glaube ich, in Schwert und Schild mal verteilt. Vielleicht mit Legends Zar.
Vielleicht. Von allen Pokémon-Generationen, welche Generation findest du die Arenen am coolsten? Keine Ahnung. Eins. Nein. Gen 9 hat das große Problem, dass die Arenen alle, die Rätsel davor viel zu einfach sind. Also die kannst du quasi weglassen. Das ist dumme Rumgetanze zum Beispiel bei der Psycho-Arena. Was soll das? Wo sind wir hier gerade? Bodycheck. Ich glaube, ich habe vorhin eine Feenattacke gelernt und habe die Evoli nicht beigebracht. Schwarz-Weiß 2 war nice, weil jede Arena eine eigene Mucke hatte. Schwarz-Weiß 2 war echt cool. Ich weiß nicht mehr, wo diese Drachenkopf-Sache war. Ich weiß nicht, ob das im zweiten Teil oder im ersten Teil war. So oder so. Ich würde sagen, auch Gen 5 hat sehr coole Arenen. Aber ich finde auch Gen 8 hat coole Arenen. So mit diesem Rumdrehen und mit dem Wollies einsammeln und das Wasserrätsel ist gar nicht mal so einfach gewesen und allgemein wie die aussahen. Und die Musik dann. Bin ich ja ein Fan von. Aber das hier ist auch ganz cool, aber das ist halt kein Rätsel. Du hättest genauso gut einen langen Gang machen können mit 4 NPCs. Und am Ende steht sie. Das war hier. Das ist nicht der Rede wert. Das ist hier kein Labyrinth. Da ist das Rätsel von Major Bob besser. Gen 8 ist halt cool, dass es in einem Stadion ist. Ja, finde ich halt auch. Okay. Ich sollte wenigstens kurz heilen. Glaubt ihr, das wird schwer? Ich habe voll Angst vor der. Vielleicht macht die mich jetzt voll fertig. Mein Quajutsu kann auch keine Unlichtattacke übrigens. Das würde jetzt sehr hilfreich sein. Aber ich kann Knirscher. Mein Punt Aggro. Ist Hupe anbauend in Home lagerbar? Ja, sonst wäre es nicht da unter mir ein Symbol. Ich dachte, die Form löst sich dort auf. Nö. Weil das ist nicht abhängig von einem Item. Du änderst die Form mit einem Key-Item, aber es trägt nicht das Item. Es verliert nur die Form, wenn es ein Item tragen muss. So wie Origin, Dialga. Aber so wie bei den Tiergeistern änderst du die Form mit einem Item, aber nicht durchs Tragen des Items. Symbolara. Was machen wir denn da für eine Attacke, die eventuell Steine regnen lässt. Die Musik ist aber geil. Hier. Ich finde die Musik bisher in Gen 6 echt nicht schlecht. Evoli Boy, du bist ein Pandir. Spinda. Imagine, ein Großteil der Leute spielt ein Pokémon Main Game nicht durch, weil ein Rätsel zu schwer ist. In Gen 1 gab es bestimmt damals, weil da waren sie halt. Beziehungsweise da ist eher so Team Rocket Hideout, da waren die Rätsel schwer. Okay, der könnte jetzt tatsächlich ein Problem sein. Ich muss mein Pokémon ändern. Ich surf durch. Okay, das wird jetzt gut. Ja, mach dich stärker, okay. Chevrum habe ich jetzt nicht dabei. Duokles. Habe ich eine Unlichtattacke? Pandrago hat Duokles schon Unlicht? Aber nee, Duokles hat Unlicht, aber es ist kein Unlicht. Aber Pandagro ist nur 42.
Und Amagarga wird vom Wasser fertig gemacht. Warum hat die denn jetzt einen Lashoking, ey? Ich probiere jetzt tatsächlich Duokles. Die Geistattacke ist halt noch nicht gut von denen. Was lernt es überhaupt für eine gute Geisterattacke? Was gibt's denn überhaupt für eine physische Geisterattacke? Außer die da. Okay. Volltreff. Hallo Lurky. Achso, ich denke mal, Dunkelklaue ist Unlicht. Was der Name ein bisschen, ne? Aber ja, dann ist es Dunkelklaue, was ich beibringen muss. Akrobatik? Akrobatik nie schlecht. Und Akrobatik ist, glaube ich, auch physisch, ja. Akrobatik anstelle von Schnabel. Let's go. Items braucht man eh nicht. Als ob ich Items tragen würde. Danke, du Glücksbringer, habe es bekommen, das Lapras. Schau. Ich soll den Stream umändern in Glücksbringer. Okay, dann mache ich jetzt alle mit meinem Duokless fertig. Wenn es nicht schläft. Wenn das Schwert wieder aufwacht. Die überarbeiteten Arenen HGSS waren sehr nice. Hm. Ich überlege gerade, was die Arenen in der zweiten Gen überhaupt waren, außer dass man da reingeht. Gen 2 hatte doch gar keine Rätsel in Arenen, oder? Es war doch einfach, geh rein und... Es war eher meistens davor, dass du irgendwie den Arenaleiter herbestellen musst. Mit dem Ampharos und so. Hallo Majora. Dankeschön Majora für 17 Monate. Dankeschön. Und Pyro, Dankeschön für 3 Monate. Moment, was? Xiaogon, was? Das ist meine Klinge in Ruhe? Das war nur, weil ich geschlafen habe. Oh nö. Achso, es ist Geist. Ich dachte gerade, es war eine Psyche. Habt ihr schön Pokémon Go gespielt am Wochenende? Habt ihr schön das 8. Jubiläum ausgenutzt? Habt ihr schön Meltans befreit? Und so wie ich wieder kein Shiny bekomme? Das gibt's doch nicht. Wenn die Chance wirklich so 1 zu 70 ist, dann ist es schon krass, dass ich nach 2 Boxen noch kein Shiny gefunden habe. Happens hat 3 Stück. Sind eigentlich TMs, die man in den Arenen kriegt, immer neu? Nee, oder? Gedankengut muss es schon davor gegeben haben. Ein Shiny Meltan bei 80 gefangen. Ich habe sicher jetzt schon 150, 160 Meltan. Wenn ich so Pokebälle gucke, wie viel ich verworfen habe. Draht hat auch keins bisher. Pandago ist doch Unlicht, warum die Sorge vor Psycho? Weil ich gerade dachte, dass Pandago ja auch Kampf ist und das ist Psycho, aber dann dachte ich mir auch sofort, nein, ist auch egal. Ich in der kostenlosen Forschung, da kam es und es ist 1 zu 64. Die kostenlose Forschung habe ich... Also was heißt kostenlose Forschung? Du meinst ganz links. Der Teil 2. Ja, die habe ich auch alle gemacht. Da war aber auch kein Shiny drin. Aber vielleicht habt ihr es auf dem Discord gesehen, was mir anderes Dummes passiert ist. Ich habe 400 Meltan-Bonbons einfach verschwendet. Was nicht so schlimm ist, weil ich habe 1500. Und es ist jetzt nicht so schwer, wieder neue zu kriegen. Was mit euch hier? Hallo? Im Moment habe ich Meltan und Melmetal ohne Go-Zeichen im Hyperball. Aber für meinen Origin-Dex will ich die natürlich im Pokéball haben. Also dachte ich mir diesmal, hey, fange ich sie in Pokémon Go im Pokéball, um, naja, den Origin-Dex einen Schritt näher zu sein, mache ich halt jetzt Meltan, wenn so viele sowieso gerade da sind. Wobei,
Aber so. Also fange ich sie im Pokéball, suche mir die zwei besten raus, entwickle das eine zum Elmetall. Und dann sende ich die auf die Switch zu Pokémon Home. Fange sie in Pokémon Home. In Let's Go. Fange sie in Let's Go. Übertrage sie von Let's Go auf Home, damit sie kein Go-Zeichen haben. Und dann sehe ich Hyperball. Ich so, was brauchen wir denn im Hyperball? Ich habe die doch in Go extra im Pokéball gefangen. Der fucking Ball in Let's Go überspeichert den Ball von Pokémon Go. Da habe ich null dran gedacht. Also habe ich jetzt einfach wieder. Und dann ist mir aufgefallen, Moment, anscheinend ist mir das schon mal passiert, weil ich habe ja schon Meltan und Melmetal in Home ohne Go-Zeichen im Hyperball. Also cool. Genau das gleiche jetzt nochmal gemacht. Beim nächsten Mal achte ich drauf. Aber es ist ganz schön nervig, mit einem Pokéball in Let's Go zu fangen, ein Melmetal. Es dauert ewig, bis es drin bleibt. Aber ja, bei der nächsten Gelegenheit mache ich es einfach nochmal. Und das heißt, wenn ihr Meltans in Go fangt, ist es kackegal, mit welchem Ball ihr sie fangt. Ich habe die auch extra die ganze Zeit im Pokéball gefangen, um jetzt rauszufinden, dass der Let's Go-Ball das überspeichert. Weil zum Beispiel beim Freundschaftspark von Gen 3 auf Gen 4 oder von Gen 4 auf Gen 5, nee, von 3 auf 4, da überspeichert der Ball 0. Das ist ja ein Parkball. Der überspeichert nicht. Naja, ich habe da 0 dran gedacht. Ich habe kein Essen mehr. Aber wollen wir ein kleines Minispiel machen? Aber was ist dieses Grimassen? Das ist wahrscheinlich irgendwo anders. Maurediven. Hier. 175 und 102 ergibt. Okay. Ich meine, das macht Sinn. Hat irgendjemand hinterfragt... What? Hinterfragt irgendjemand das Aussehen? Was muss ich tun? Okay. Check's. Fuck. Hä? Das ist schwer. Hä? Okay, ich muss es sau spät machen. Oh Gott. Hä? Ich sehe nicht, von wo es kommt. Ich habe kein DS in der Hand. Ich sehe nicht, von wo es kommt. Ich denke immer, okay, warte. Ich sehe nicht, woher es kommt. Keine Ahnung, woher es kommt. Das machen wir nicht hier. Ich habe es gekriegt. Diesmal spam ich so krass B, wenn die Entwicklung kommt, um sicher zu gehen. Okay, ich weiß nicht, wo lang. Das war beeindruckend schlecht, gell? Na, ich sehe es so, wie ihr es seht. Das heißt, ich habe diesen fetten Bildschirm und auf einem ganz anderen Bildschirm habe ich einen kleinen Touchscreen, den ich mit der Maus steuern muss. Das heißt, ich muss gucken auf dem großen Bildschirm, wo es runterfällt und dann auf den anderen Bildschirm schnell gucken und die Maus bewegen. Lurky, du bist ein Nigiragi? Im Go-Park dauert Meltan ewig zu fangen. Ja, ich hatte Glück mit dem Hyperball, da ging es relativ schnell, so nach 10 Stück oder sowas war es drin. Aber Pokéball wird dann vielleicht ein bisschen anstrengend. Willst du wissen, wo du hin musst? Nö. Oh, hier sind Fermiculas. Ja, aber Fermiculas ist Gen 5, oder?
Mal wieder faszinierend, wie wenig neue Pokémon diese Gen bekommen hat. Anstatt irgendein neues Pokémon mit einer Story zu versehen. Hätte ich mal gelesen, was meine Rivalin mir erzählt hat. Im Café sind sie. Die chillen alle im Café. Hallo Ace. Moment, was ist da aus? Einfach nur, weil es mich interessiert. Trinkgeld. Und warum bin ich hier? Weil ich jetzt dadurch ein krasses Item gekriegt habe. Deinen Pokédex-Eintrag. Und das war's. Gerne wieder. Okay. Basti, sag mir, wo ich lang muss. Bistro Flordelis. Lass mich raten, ich soll ins Bistro Flordelis. Dann ist aber komisch, dass sie mich nicht weiterlassen. Ja, ich hab's gesagt, bevor du es geschrieben hast. Rausgefunden. Da fliegen wir aber hin. Spoiler, Team Flair Café. Du willst mir doch nicht sagen, Flordelis ist Teil von Team Flair. Du willst mir doch nicht sagen, diese Haarpracht ist jemand Teil von Team Flair. Das hat er eben bereits gedroppt in seiner Hologrammansage. Echt? Okay. Null Ahnung von der Story. Du hast den Mindblow-Moment verpasst. Echt? So gut ist er anscheinend nicht, der Mindblow-Moment, wenn er so leicht zu verpassen ist. Wo ist die Unskippable Cutscene mit krassen Effekten und Musik? Ey, lass mich. Ja, ich sehe, dass das verschiebbar ist, aber wie? Na toll, dann kannst du ja auch direkt von vorne anfangen. Ja. Stärke, maybe. Dann müsste ich aber links stehen. Da komme ich nicht hin. Nee, der Typ hat jetzt einen Remote Control Schalter und dann fährt die Wand weg. Sesam, öffne dich. Okay. Woher kommt dieses Sesam, öffne dich eigentlich? Irgendwie von Alibaba, oder? Alibaba und die 60.000 Räuber. Willkommen! Die Welt ist an einem toten Punkt angekommen.
jetzt schon kämpfen gegen dich? Oh mein Gott. 1001 Nacht, 40 Räuber. Hallo Itachi. Gibt schon euch keinen von der Wohnung? Wir haben den. Wie ist es auf Deutsch? Kredit? Nein. Deposit. Kaution. Wir haben die Kaution überwiesen und dann nochmal in so einem krassen Upload-Forum unsere ganzen Sachen abgeloadet, von Pass über bald Dokumente. Und jetzt warten wir darauf, dass sie sich das anschauen. Und dann. Also, es sieht nicht so aus, als ob es nochmal. Aber ich sag nichts. Wir gucken. Aber lustig. Wir kriegen ja trotzdem immer noch, ne, weil es ist ja nicht 100% safe. Es kann ja immer irgendwas passieren. Eigentlich ist es safe. Aber du kannst immer, ne? Dankeschön, Itachi, für dein Prime. Dankeschön. Hast du deinen Shiny Dex mit in die Bewerbung gelegt? Selbstverständlich. Ich meine, nur deswegen haben wir die Wohnung bekommen. Und deswegen am Samstag haben wir nochmal eine schöne Wohnung gesehen. Beziehungsweise die Bilder waren nicht vorhanden. Aber es war eine Wohnung in einer richtig geilen Lage. Sanktoklinge. Oh mein Gott. Yes, please. Sanktoklinge ist schon die letzte Attacke, die es lernen kann. Das heißt, ich kann es jetzt entwickeln. Ich brauche nur einen Finsterstein. Eisenschädel, wichtig. Nachthieb, glaube ich. Mache ich weg. Ich weiß nicht, Schwertanz ist eigentlich ein Muss bei Durengard. Aber ich weiß nicht, ob ich es brauche. Aber ich weiß auch nicht, ob ich Nachthieb will, wenn es ein Geist ist. Ich glaube, ich mache Nachthieb, Schwertanz, Eisenschädel und Dunkelklaue. Useless. Ich finde es halt irgendwie fishy, erst die Kaution zu bezahlen, bevor ich den Mietvertrag unterschrieben habe. Das ist hier normal. Keine Angst, ich bin alles nochmal in meinem Kopf durchgegangen, so wie fake das ist. Aber es ist tatsächlich die größte Maklerfirma in Irland. Es ist nicht so, als ob das jetzt ein Typ ist. So, es ist eine Website, mit, wenn du anrufst, dass da ein Computer rangehst und du gehst eine Nummer ein und dann wirst du weiter verbunden und dann füllst du ein Formular aus und kriegst da eine Website und dann machst du da deine Daten rein und sowas. Also es kann nicht fake sein. Und nein, ich weiß nicht, was du meinst, weil ich kenne das nur so. Ich meine, zumindest in einem Land wie diesem hier, wo Vermieter mehr Rechte haben als Mieter. Wenn es jetzt ein Privatmensch wäre. Es gibt hier Fälle, hier wird immer wieder gesagt, pass auf Scam, weil Leute darauf reinfallen, weil Leute so verzweifelt sind. Es gibt hier Leute, die stellen eine Wohnung rein und dann sagen sie, du kannst sie aber nicht anschauen, weil ich bin zurzeit nicht im Land. Überweis mir die Kaution und ich gebe dir den Schlüssel. Überweisen die Kaution, nie wieder wird von der Person gehört. Da denke ich mir halt auch, selber schuld, dumm. Aber ja, es gibt hier solche Fälle, aber nicht in diesem Fall, weil wir waren, also das ist eine richtige... Ein riesiges Management, eine riesige Maklerfirma, die das Ganze macht. Wenn das ein Scam ist, dann herzlichen Glückwunsch, ihr verdient das Geld, weil richtig guter Scam dann. Ich meine, wir waren da und da waren Menschen, die alle dann Schauspieler sein hätten müssen und so weiter. Hallo Neko. Nee. Auf jeden Fall haben wir am Samstag spontan eine Wohnung gesehen online, die in einer richtig geilen Lage war. Dann haben wir da hingeschrieben und die haben sofort geantwortet, dass wir sie sofort anschauen können. Achtung, Story.
Und dann sind wir da sofort hingefahren. Und die Lage war wirklich wieder eine gated community mit tollen Vorgärten und großen Häusern, die alle super in Schuss aussehen. Und einfach die Lage perfekt neben dem Park und so weiter. Wunderschön. Und dann gehen wir da rein. Die Vermieter auch super nett, empfangen einen, führen dich da durch. Und die Wohnung auch größer als auf den Bildern. Die Bilder waren so von einer komplett zu möblierten Wohnung. Also deutlich so drei schlechte Handybilder von, naja, drei so Bilder. Einfach schlechte Perspektive. Du erkennst überhaupt nicht, ob die Wohnung groß ist. Du siehst kein Bad, du siehst keine Küche. Einfach nur so drei Bilder von einem Bett, einem Fernseher und sonst was. Denkst du, was sind das für scheiß Bilder? Aber die Lage, und es sieht richtig, es sieht vielversprechend aus. Gehen wir da hin, super nett. Und tatsächlich dann Wohnung sogar ziemlich groß. Aber dann überall Teppich. Überall Teppich. Und das machen die hier gerne. Keine Ahnung. Ich glaube, neue Wohnungen, also die jetzt, die wir jetzt wahrscheinlich kriegen, die hat null Teppich zum Glück. Aber auch die Wohnung hier hat Teppich. Aber zumindest nicht überall. Die Wohnung hat nur in dem Raum Teppich und in unserem Schlafzimmer Teppich. Da kann man noch sagen, okay. Aber die hatte überall Teppich. Und nicht nur Teppich, sondern versiffter Teppich. So, du siehst, da hat jemand, also die Wohnung war leer, bis auf ein paar Möbel. Aber da hat man gesehen, da hat jemand drin gewohnt die letzten 10 Jahre und hat nie den Teppich gereinigt. So krass, dass quasi unter der Heizung im Teppich Wasserflecken drin sind, weil eindeutig die Heizung halt getropft hat ab und zu halt hier mal so dunkle Wasserflecken im Teppich. Kommst ins Bad rein, kein Fenster im Bad, super eng, super benutztes Bad. Komplett um die Badewanne rum von der Dusche, schwarz. Also nicht nur so ein bisschen verfärbte Fugen, schwarz, also schimmelschwarz. Küche in so einer Ecke, auch kein Fenster, kein gar nichts. Also hier ist so ein kleiner Storage-Raum, machst den Raum auf, steht so... Ich erzähl gerade eine Geschichte, Danu! Oh, Scham muss ich beibringen. Scham. Danu, vielen, vielen Dank. Für 400 Bits. Aber wie willst du mich blenden? Ich bin gerade am Erzählen. Jetzt bin ich rausgekommen. Wo war ich denn jetzt? So eine kleine Storage-Raum auf, wo nur so ein Boiler drin steht und oder hängt. Und halt so ein Gasding. Und ein Staubsauger. Sie haben gesagt, das ist unser Staubsauger. Okay. Und dann der Boden da drin komplett verschimmelt. Also, die Wohnung, geilste Lage, Balkon komplett außenrum, dritter Stock, du siehst über Dublin drüber, du siehst den Hafen, du siehst den Park und sowas. Also, wunderschöne Lage, aber die Wohnung, einfach versifft, versiffte Wohnung. Und dann haben wir uns, okay, dann sind wir hatten eine Mappe dabei, wir haben ihnen nicht die Mappe gegeben. Aber die haben halt gesagt, hey, ihr müsst schnell sein natürlich, weil vor uns war jemand da, also die haben auch gesehen, nach uns ist direkt jemand reingekommen, weißt du, so halt wie eine Wohnung halt, die gucken die ganze Zeit Leute an. Und die haben auch gesagt, ey, der Erste, der uns die Kaution überweist, kriegt die Wohnung. Solange alles stimmt natürlich, aber der Erste mal zuerst. Die haben gesagt, hey, wenn ihr die Wohnung haben wollt, gebt uns später Bescheid, wer als Erstes die Kaution überweist, hat gewonnen, so. Und wir so, ja, okay. Und dann haben wir halt ewig auch überlegt, so, sollen wir die jetzt nochmal fragen, ob die das renovieren? Ob die den kompletten, weil die einzige Möglichkeit, dass wir die Wohnung gewollt hätten, wäre, den kompletten Teppich rausreißen und keinen Teppich reinmachen,
oder den Teppich sowas von grundreinigen, zusätzlich jede Fuge im Bad erneuern und das Bad eigentlich komplett neu machen. haben wir gesagt, sollen wir das jetzt schreiben, dass das der Grund ist? Wenn sie das machen, dann ziehen wir ein und gesagt, ach Quatsch, die vor und die danach. Also als ob die Wohnung nicht wegkriegen. Dann haben wir gar nicht erst geschrieben oder sowas. Und vor allem, wenn die in der E-Mail gesagt hätten, ja klar, nee, das ist vorgesehen, dass wir das alles erneuern und sowas. So wie ich Irland kenne, ist es halt... dann ein Jahr später ist es aber noch nicht gemacht. Und dann bist du in der Wohnung drin, denkst die ganze Zeit, oh, das wird bestimmt bald gefixt und das ist 2 Jahre später. Aber die wäre so schön gewesen. War auch in der Küche Teppich? Nee, da war... Nee, da war nicht. Da nicht. Aber das wäre es noch gewesen, ne? Demon King, Dankeschön für 5 Subs. Hier ist dein Zettel. Demon King, Dankeschön. Und auch danke an Lordi für 40 Monate. Hallo, hallo. Little Owl, hallo. Hallo Turtle. Dankeschön für den Raid. Herzlich willkommen, ihr Retro-Nasen. Beziehungsweise, ich glaube, ihr spielt immer noch Final Fantasy Remake oder vielleicht schon Rebirth. Ich habe Rebirth erst wieder am Wochenende gespielt. Ich bin dran, 100% zu machen. Und das dauert. Das dauert durchaus lang. So, ich habe keine Ahnung, was sie mir jetzt erzählt haben. Die beiden, die definitiv nicht die Professor-Mitarbeiter sind. Sogeking. Itako, dankeschön für 19 Monate. Noch das Remake und Trials of Mana nebenbei. Bin ich froh, wenn ich aus dieser Wohnung raus bin und diese dummen Kinder vor der Tür nicht mehr schreien. Hallo, Dramatik. Dramatic. Sollen wir jetzt hier noch irgendwie weitergehen oder war es das jetzt? Ich glaube, wir müssen weiter. Aus Schabmilbenallergie freut sich. Bei Teppich, ja. Sag einfach Englisch or Spanish. Was? Ich hätte da mal eine Frage. Benutzen Sie den 3DS als Controller und schauen Sie auf dem Bildschirm wegen der Capture Card? Normalerweise mache ich das, Black Sword, ja. Und bitte hör auf, mich zu siezen. Ist ja widerlich. Hier. Capture Card im 3DS kostet leider sehr viel, wenn du das auch machen willst. Google Merki, M-E-R-K-I. M-E-R-K-I, Merki, auf Google eingeben und dann kommst du zu dem Shop, wo du auch deinen DS modden lassen kannst für eine Capture Card. Das mache ich so, habe ich bis jetzt immer gemacht. Dieses Spiel hier spiele ich gerade auf dem Emulator auf dem PC, denn ich will, dass die Grafik ein bisschen besser ist für den Stream, für das Video. Aber wenn ich hier fertig bin und wir in die Details gehen, übertrage ich einfach den Spielstand auf meinen DS und dann... spiele ich weiter mit meinem Original. Ich habe mir eine einbauen lassen. Nice. Also was ist die Frage? Wenn du das doch auch hast? Okay, Sir. Sir ist gut. Sir könnt ihr sagen. Wie kann man die Spielstand übertragen? Gibt es da ein gutes Video? Den Spielstand kannst du nur übertragen, wenn du einen gemoddeten DS hast. In dem Fall 3DS, ne? Weil, oder halt 2DS, 3DS. Weil es XY ist. Du brauchst einen gemoddeten DS, was sehr einfach ist. Und dann gibt es da Software, mit der du Save States einfach speichern kannst und mit der SD-Karte einfach auf dem PC tun kannst. Dann never mind. Aber ein DS zu modden ist sehr, sehr einfach. Ist so Unlicht oder Giftkampf?
oder Gift und Licht? Der ist Giftkampf, ne? Weg mit dir. Er ist schneller als ich. Aber schlechter als ich. Hat's Nachteil, den zu modden? Nö. Null Nachteile. DS wird sowieso nicht mehr unterstützt von Nintendo. Also es wird wahrscheinlich nie wieder ein Update von einem DS rauskommen, weil DS einfach inzwischen nicht mehr produziert wird und so weiter. Und selbst wenn, wird ein Update dir den Mod nicht kaputt machen. Ich habe meinen gemoddeten DS zum Beispiel einfach updaten können, offiziell. Nee, du hast null Nachteil. Also mir fällt kein Nachteil ein von einem gemoddeten DS, außer dass du es vielleicht nicht magst. Zwango... Ist Zwango eigentlich gut? Nee, ne? Nee. Sag nicht, das war jetzt ein Fehler, das zu machen. What? Nee, stimmt schon. Warum hat sie mich nicht angeguckt? Ich kann mich nicht. Kannst du mich nicht stoppen, während ich mich drehe? Yuina! Dankeschön! Hallo! Dankeschön für 4 Monate. Danke, danke, danke. Was bist du am Piepen hier? Ich brauche mal eine Unlichterzeige. Quajutsu ist noch nicht würdig. Wann war letztes Mal das Evoli-Problem? Aber ich hatte auch die Sanftglocke. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Dumme Sanftglocke. Ja, Irokex bringt mich jetzt um. Irokex ist Kampfunlicht. Ich will immer Stahl sagen. Für mich sieht er aus, als wäre er aus Stahl gemacht. Kampfunlicht. Moment, dann kann ich ja... Aber nee, es ist Unlicht. Egal. Nehme ich Eis, was ganz schlecht gegen Kampf ist. Leo, du machst mich arm. Ich habe wegen dir schon den Operator gekauft, einen 3DS gemoddet, sogar eine gemoddete Switch gekauft. Ich bin ja echt kein Shiny Hunter, aber wegen dem neuen Video habe ich Bock, mit noch 3 Operator zu holen. Moment mal, One-Hit Amagarga? Ja, okay, es macht Sinn. Mit Irokex und Pandagro haben die den exakt gleichen Typen? Warum ramme ich? Okay, es rennt auf es zu mit offenem Mund wahrscheinlich. Okay, besser. Hast du Amarino schon entwickelt? Ja, das war das Amagarga, das du gerade gesehen hast und gestorben ist. JJ, ich würde ja sagen... Was ist mit diesem Irokex los? JJ, ich würde ja sagen, es tut mir leid. Aber es tut dir ja auch nicht leid. Als ob du es bereust. Aber ja, hol dir 3 Operator. Weil ich habe ein Kommentar unter dem YouTube-Video war schon so ein bisschen, okay, das hätte ich erwähnen können. Gleich. Wie geht's dir hoffentlich gut? Bin momentan noch sehr an Gen 3 dran, versuche Rayquaza in Shiny zu bekommen, sonst bin ich nicht mit Gen 3 Origin Dex zufrieden. Wo machst du es denn in Gen 3? Hoffentlich nicht Smaragd. Aber du weißt ja über das Problem mit Smaragd, oder?
Und wie sieht's aus mit Kolosseum? Lügenpresse, nichts tut dir leid. Habe ich ja gesagt, es tut mir nicht leid. Ich habe doch gesagt, es tut mir nicht leid. Sie kann ja nicht unten antworten. Du weißt schon, dass es zwei verschiedene Namen sind. Yui Na und Yin Chue sind zwei verschiedene Namen. Ein bisschen über das Y drüber hinaus lesen. Ich meine, ich bin ja schlimm mit Farben. Jeder, der die gleiche Farbe hat, ist für mich die gleiche Person. Aber ein Buchstabe mehr. Das ist erstmal noch das Schlimme beim Hunten, ist die Geduld. Und die habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, du bist ja kein Shiny Hunter. Und die Sache beim GB Operator, daran habe ich nicht dran gedacht, weil ich es einfach... Ich finde es einfach cool, mehrere GB Operator zu haben, in denen das Spiel drinsteckt. Quasi wie ein GBA. Nur, dass du sie am PC spielen kannst. Im Endeffekt ist ein GB Operator ja nichts anderes als ein Emulator. Der zieht das Spiel runter, emuliert es, also es zieht das Spiel runter und zieht den Speicherstand runter, emuliert es und lädt dann den Speicherstand wieder drauf. Aber es ist nicht so, als ob man live auf der Cartridge spielt. Weil das macht ein Gameboy ja auch nicht. Ein Gameboy zieht das Spiel ja auch auf den Gameboy, du spielst es da und dann tust du es wieder auf die Cartridge drauf, quasi. Schätze ich mal. Nur dass halt beim GB Operator ist es kein Gameboy, sondern ein Emulator natürlich. Das ist blöd. Ich kenne das Problem, bin in Saphir im Handen. Dann ganz viel Erfolg. Das tut weh. Ganz viel Erfolg. Vielleicht werde ich auch nochmal irgendwann Rayquaza in Gen 3 machen. Aber machst du es mit mehreren Systemen? Und dann hat jemand halt unter das Video drunter geschrieben, zu Recht. Warum? Aber dann reicht doch ein GB Operator. Mit diesem einen, also um es auch vor allem legal zu machen. Du hast einen GB Operator, kannst dein Spiel dadurch rippen, kannst den Speicherstand runterziehen, öffnest dann drei Emulatoren, die der Emulator sind vom GB Operator, nur dass du es als eigene Software aufmachst, MGBA. Hast viermal die Software offen und emulierst es viermal gleichzeitig mit dem gleichen Controller. Wenn du fertig bist, speicherst du und ziehst es wieder einzeln auf den einen GB Operator auf vier verschiedene Spiele. Und es ist im Endeffekt nichts anderes. Das hätte ich erwähnen können, dass man es natürlich so machen kann und es ist komplett legit. Aber mir ging es halt um das Feeling. Es ist halt so viel geiler, vier Stück da stehen zu haben, wie vier Gameboys. Aber ja, natürlich ist es nichts anderes, weil ein GB Operator ist nichts anderes als ein Emulator, nur dass du halt Hardware hast, mit dem du das rippst. Hab nur einen GB Operator, habe schon 1641 Soft Resets. Ist ja schon mehr als ein Achtel. Kampf. Das ist eins von denen, wo ich immer durcheinander komme. Für mich ist Kampf gut gegen Käfer, weil ich bin ein Kämpfer und zerquetsche einfach einen Käfer in meiner Hand. Aber in Wirklichkeit haben Muskelprotze trotz ihres Aussehens Angst vor Käfern. So wie ich. Deswegen wir Eisenschädel machen. Pion Draghi ist vor allem kein Käfer. Warum nicht? Das ist ein fucking Käfer. Was ist das dann? Nur Gift. Das ist Gift und Licht. Was ist das Tier? Dann mach ich sagen, du Klingel. Und nicht Gift. Wenn das kein... Aber ist Pion Skora wenigstens ein Käfer? Ich meine, das ist ein Käfer. Das ist ein Skorpion. Warum ist das kein Käfer? Pokémon gibt's. Nur Bodenschwäche? Egal. Wir sanken zu klingen. Das Feeling macht es aus. Ja, und es ist um einiges einfacher natürlich, als die ganze Zeit hin und her zu speichern.
Wirst du noch was mit den Granaben-Glitch machen? Deoxys ist ja fertig. Nö. Ich wüsste nicht was. Was soll ich damit noch machen? Mew zum Beispiel, ne? Aber ich habe ein Shiny Mew. Aber natürlich wäre ein Shiny Mew cooler von der alten Karte. Ja, es ist Entstehungsinsel und Wald? Irgendwas mit Wald? Nee. Es waren jetzt ein bisschen zu viele Kämpfe auf einmal hier die ganze Zeit und ich habe nicht wirklich aufgepasst. Deswegen ist es jetzt echt gerade ein bisschen brenzlig. Stopp! Nice. Fernisland, genau. Und dann gibt es noch Latias und Latias Insel. Diese Sanctuklinge wird dich in andere Sphären befördern, wenn ich sie machen darf. Verdammt. Oh. Eve. Dankeschön für 100 Bits. Nimm dir bei Kampfkäfer die Miyagi-Eselsbrücke. Käfer fliegen, können nur von außergewöhnlichen Gefangenen getroffen werden, also nicht von Kampf. So merkst du dir das. Das klingt komplizierter als Muskelprotze haben Angst vor Käfern. Okay, Fiaro kann auch noch richten. Für mich sieht der auch aus wie Stahl. Hier und Draghi? Hier und Skora? Warte mal, was? Hier und Draghi. Hier und Skora ist Käfergift. Und verliert den Käfertypen und wird Unlicht? Es ist doch voll selten, dass Pokémon ihren Typ verlieren. Wenn, dann kommt einer hinzu. Game Freak, er findet auch einfach Regeln, oder? Der Käfer sticht in den Bizeps und du bekommst Malaria. Genau. Wo kommt mein Rayquaza her? Das hat mir Happiness geschenkt. Hallo, stopp. Warum ist das noch im Leben? Du hast Son Goku umarmt. Hallo, Jesse Chua. Warst du auf der Dokumi und hast den Synchronsprecher von Son Goku umarmt? Ist das nicht wie jeder Synchronsprecher Tommy Morgenstern oder so? Bei Muskelprotzen liegen die Adern deutlich sichtbar, dadurch sind sie einfacher zu stechen. Okay, okay, wir haben ein paar Eselsbrücken, oder? Ja, ja, ja. Vor 3000 Jahren, ein schrecklicher Krieg. Bin ich immer noch nicht fertig jetzt? Gibt's hier mal jemanden, der mich heilt? Nee, das muss ja jetzt hier fertig sein. Warum haltet ihr euch die Ohren zu? Ja, ist es Tommy Morgenstern. Und er riecht so gut und ist ultra cute. Okay. Freut mich, Jessie-chan. Wie komme ich? Nein, aber ich will. Da ist noch ein Weg. Wir müssen noch weiter. Ich brauche dieses eine Item. Nein, aber da ist ein Weg. Okay, wird der mich jetzt komplett besiegen? Hallo Schrick. Ich wollte noch die Dittos kaufen, aber die waren schneller weg. Gott sei Dank. Bitte kauf mir nix. Es verstaubt doch bloß. Aber es war sehr nett, dass du an mich gedacht hast. Ja, ich werde bestimmt gewinnen. Okay.
Stellinio wegen Rayquaza, wenn du dich das jetzt immer noch fragst. Klar kannst du immer weglaufen. Du musst aber trotzdem mehr Glück haben, als wenn du es auf einem anderen Gen 3 Spiel machst. Ich kann mir vorstellen, dass da ein Meisterball liegt, wo ich jetzt lang gehen könnte. Aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt extra heilen soll. Nichts, aber auch gar nichts reimt sich auf Ditten. Doch mitten. Sitten. Ich muss doch sehr bitten. Erst als ich es laut vorgelesen habe, habe ich es gecheckt, Basti. Ich muss doch sehr bitten. Fritten. Ja, die Frames sind halt vorgegeben, wenn du deinen Spielstand erstellst. Ich bin sogar hier. Okay. Wenn du deinen Spielstand erstellst, ist vorgeschrieben, wo das Rayquaza Shiny sein wird. Bei welchem Frame. Wenn das jetzt Frame 1000 ist, oder 500, oder sonst irgendwas, dann, oder auch 50.000, dann so okay. Dann kannst du es schaffen, diesen Frame irgendwann zu treffen. Und mit 1 zu 8000 besteht ja die Chance, ist ja relativ gut, dass du... Ich weiß nicht, wie lange es dauert, Rayquaza, 8000 Frames... Ne, dass 8000 Frames vorbeiziehen. Aber ich schätze mal, wenn du eine Stunde lang Shiny huntest, dass du bei 8000 bist. Bei 60 Frames die Sekunde. Das geht, glaube ich, einfacher, wenn wir richtig fliegen. Bei 60 Frames die Sekunde, auch wenn es nicht exakt die Frames sind von Frame, aber bei 60 Frames die Sekunde braucht es wie lange, bis du bei 8000 bist? Aber es kann halt auch sein, dass du so viel Pech hast, dass der Shiny Frame bei, der allererste Shiny Frame bei 50.000 ist. Das heißt, jedes Mal, wenn du das Spiel startest, jedes Mal, und du weißt es ja nicht, musst du es bis zu 50.000 schaffen und dann auch noch den Frame treffen. Aber natürlich sollte natürlich ein Frame alle 8.000 da sein, ne? So funktioniert das ja. Aber trotzdem, es ist halt leichter, die Wahrscheinlichkeit ist halt schon höher in allen anderen Gen 3 Spielen. Okay, das ist wirklich zurück, okay. Weil halt wirklich die Frames jedes Mal neu generiert werden, wenn du das Spiel neu startest. Aber ja, wenn, musst du flüchten. Um weiterzukommen die ganze Zeit. Aber ne, das ist ja logisch. Es ist schon. Du schaffst es schon einfacher, wenn halt nach jedem Reset die Frames komplett neu sind. Da war ich noch nicht. Okay, ich dachte, ich bin hier fertig. Da ist ja sau viel noch. Lucy, du bist ein Pampros. Ihr hättet mich am Sonntag sehen müssen. Um halb 10 schon da und stand bis 10 vor der Halle, wo Tommy war. Und als diese dann geöffnet wurde, bin ich wie ein Irre zu Tommy Stand gerannt. Aber es hat sich gelohnt, als die Absperrung weg war, stand ich mitten vom Red Carpet. Die allererste Vase, die allererste. Tommy in die Arme gesprungen. Am Ende hat man 3 Shiny Frames in dem Bereich, wo man noch nicht richtig im Spiel ist, sondern noch im Intro. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht, ab wann denn die Frames gezählt werden. Ab Intro oder ab dem Moment, wo ich zum Beispiel vor Rayquaza stehe. Also wäre es technisch möglich, den ersten Frame zu kriegen. Aber ja, wenn du Pech hast, dann genau das.
Cool. Wenn wir das Spiel nicht ausmachen, dann hat man das System gedribbelt, oder? Klar. Du kannst einfach nie das Spiel ausmachen und so kommst du nie wieder zu Frame 1. Aber ich glaube, es kommt, ja, klar. Ich glaube aber trotzdem, dass es schwerer ist. Weil, sagen wir, im Schnitt hast du alle 8000 Frames, innerhalb dieser 8000 Frames hast du einen Shiny Frame, rein statistisch gesehen. Und wenn du jetzt nie speicherst, wenn du nie resettest, sondern einfach immer nur flüchtest und für immer diese Frames nach oben, nach unten oder nach oben gehst, ist deine Chance tatsächlich jedes Mal nicht nur 1 zu 8000, weil wenn ich das Spiel neu starte und sofort drücke, ist die Chance 1 zu 8000, dass ich es treffe. Weil ich im ersten Bereich der 8000 Frames bin, wo mindestens, wo statistisch gesehen ein Shiny Frame drin sein sollte und ich hoffe halt, dass es einer der ersten ist, den ich drücke. Aber du flüchtest halt sau oft und befindest dich immer noch im ersten Bereich, wo, wahrscheinlich ist es statistisch exakt gleich, aber ich habe das Gefühl, dass du befindest dich halt ewig in diesem 8000er-Bereich, obwohl du vielleicht schon längst an dem vorbei bist. Und musst aber nochmal 8000 warten, bis du wieder im nächsten Bereich bist, wo du auch wieder nur einmal die Chance hast, es zu treffen. Dann musst du wieder 8000 warten, bis du wieder nur einmal die Chance hast, es zu treffen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob das statistisch-rechnerisch einen Unterschied macht, aber ich habe das Gefühl schon. Geh nach oben. Wie komme ich denn da hin? Okay, aber hier bin ich auch noch nicht lang. Aber ich habe das Gefühl... Ah, hier. Du hast mich umgebracht. Irgendwo wird das auch wieder bei Frame 1 oder eher 0 loslegen. Die Liste muss endlich sein. Also wird es vermutlich ein gigantischer Loop sein. Die Liste ist endlich. Aber wenn man sich überlegt, wie lange sie ist... Weiß ich nicht, wie lange es dauert, bis man da ist. Wenn wir mit 16 Stellen arbeiten, dann muss hier ewig sein. Aber ja, irgendwann musst du auf jeden Fall neu starten. Aber es kann ja theoretisch auch bei zum Beispiel 3501 und bei 6800 nochmal ein Shiny sein, oder? Ja, das kann sein, natürlich. Aber im Schnitt ist alle 8000 ein Frame Shiny. Aber das ist es halt, wenn du einen hast bei 3500 und bei 6800, ist es halt doch smarter, sich auszurechnen, wie lange würde es dauern, bis ich durch 8000 durch bin. Und dann, wenn du bei 8000 durch bist, einfach nicht mehr flüchten, sondern neu starten und wieder versuchen, den einen Frame zu treffen. Aber es kann halt sein, dass es für dich unmöglich ist, den Frame zu treffen, weil am Anfang ist, oder dann, wenn du nie auf die Idee kommst, A zu drücken. Okay, das wollte ich nicht. Jetzt, warte. Okay, doch, das wollte ich. Okay. Hallo, Ferret. Typisch Pflegekraft, wie ich bin, habe ich ihn ans Trinken erinnert. Irgendwie ist da oben noch eine Tür. Wie komme ich an diese Tür da oben? Dann sollte es ja keinen Unterschied machen, ob ich von 1 bis 8000 oder von 100.000 bis 1000, 100.800 gehe, also statistisch. Nö. Eben, ja. Ich weiß nicht, ob es mathematischen Unterschied macht. Es macht, glaube ich, schon mathematischen Unterschied, wenn man halt bedenkt, es besteht die Chance, dass die Frames an einer Position sind, wo du nie hinkommst. Genau genommen... Ja.
Aber wenn du für immer flüchtest... Ich weiß ja nicht, wie viele Frames es gibt. Verdammt viele wahrscheinlich, aber eben nicht unendlich. Irgendwann musst du wieder von vorne anfangen. Ich weiß nicht, ich habe das Feeling, dass es wahrscheinlicher ist, es zu treffen, wenn ich einfach jedes Mal einen neuen Frame bekomme. Außer haben schon genug Leute es so bekommen. Es ist ja nicht so, dass man nicht Shiny handeln kann aus Smaragd. Das fühlt sich halt... Es ist, glaube ich, nicht nur schwerer. Staffette? Wer kann hier Staffette lernen? Evoli kann Staffette lernen? Achso, Staffette. Ich dachte gerade an die Verbiegel-Attacke. Staffette erinnert mich immer an Verbiegel. Weil es eine Staffette ist. Staffette? Nee. Wenn das nur 2 hoch 16 Stellen sind, wären das nur 18 Stunden. Bei 2 hoch 32 wäre es so lang, dass es keine Rolle spielt. Ist krass, was das für einen Unterschied macht, gell? Guck mal die Herzen mit Evoli. Die ändern sich nicht, solange ich nicht mit ihm spiele. Und ich habe nicht mit ihm gespielt. Glaubst du, es wird irgendwann ein Shiny Kupidos geben, unabhängig davon, ob man das will? Weiß ich nicht. Game Freak hat uns inzwischen gezeigt, dass ihnen Shinies egal sind. Deswegen kann es sein, dass es Shinies gibt, die einfach nie freigeschalten werden. Wie zum Beispiel Victini. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Marshadow. Okay, aber das ist das, wo ich hin wollte. Okay, das ist jetzt aber der letzte Raum, bitte. Shiny Tauros und strahlender Diamant gefangen. Aki Schmaki, herzlichen Glückwunsch. Wie hast du das gemacht? Gefangen? Das heißt, du hast im Gras gewartet? Oder zum Beispiel alle Shinies aus Gen 9. So lost. Ja, aber Gen 9 ist noch neu. Da kann man wenigstens hoffen. Aber Gen 8 ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Und da ist immer... Gen 7 ist auch lange her. Und wir haben... Gen 6 ist auch lange her. Und wir haben genau genommen einmal ein Diancie bekommen. Und nie ein Hooper. Oder ein Volcanion. Oder ein Ash Quajutsu. Haben wir alles nie in Shiny bekommen und das war Gen 6. Aber ja, mit einem Gen 5 Remake und jetzt mit Legends ZA kann das wieder logisch passieren, dass sie verteilt werden, aber glaube ich dran? Nicht wirklich. Ich glaube, die legen da einfach keinen Wert drauf. Die sehen das nicht, dass es Leute gibt, die diese Vollständigkeit wollen. Kann man die Kappen Pikachus noch irgendwie bekommen? Nur wenn jemand, der sie hat, sie dir schenkt oder halt tauscht. Das finde ich auch seltsam, dass wir kein Cap-Pikachu in Gen 9 bekommen haben. Wir haben ja in Gen 7 Cap-Pikachus für jede Gen bekommen. Dann in Gen 8 gab es eine weitere Cap-Pikachu-Cap für Gen 8. Und dann Gen 9 mit dem Horizons-Anime hätten sie halt Pikachu machen können mit dieser Flugkapitänsmütze. Aber nö, wir haben nichts bekommen. Also Cap-Pikachu sind irgendwie auch am Ende, oder? Aber ja, kann sein, dass sie irgendwann wieder verteilt werden. Die wurden halt zu Gen 8 nochmal verteilt, weil es da halt auch ein neues gab. Gibt's jetzt noch einen Raum oder was? Oder habe ich gerade den Lift-Key bekommen? Mal schauen. Nö. Hallo, Teasy. Ich habe Schlüssel. Keldeo ist sogar zweimal, ne? Eigentlich braucht man zwei Shiny Keldeo. Wegen Mystischwert. Ist der so riesig, der Typ?
Azelf ist riesig? Das hab ich total vergessen. Warum ist er so riesig? Wird es erklärt? Waren Menschen früher einfach größer? Warum ist er so riesig? Ich bin ein Kind, aber Flordelis ist kein Kind. Ich vergleich's doch mit Flordelis. Ja, der im Prison. Warte, die Geschichte interessiert mich jetzt tatsächlich. Der ist ein bisschen länger gewachsen, ja, okay. Aber das ist nicht das Pokémon, das ist nur die Blume, Mann. Verstehst du nicht, wie Pokémon funktionieren? Die Blume ist nicht das Pokémon, Azelf. Warum ist das ein Kaguya Ultrabestie? Sie wollten nur den Leichnam von einem Florett nicht darstellen, glaube ich. Oh. Stimmt, mit Gewehrlauf und Blume reinstecken. I become death. The destroyer of worlds. Ich habe die Story nicht verstanden. Was ist passiert? Hat Azelf sich in die Luft gesprengt? Und alle sind gestorben, bis auf sein komisches Fluett, weil es unsterblich ist, weil er es unsterblich gemacht hat. Was war diese Attacke? Beste Story my ass. Wo ist die WoW-Grafik-Cutscene? Ein paar Bilderchen. Ein paar Bilder. Ich weiß tatsächlich nicht, was passiert ist. Ich hab's nicht gecheckt. Blume. Tot. Auf einmal explodiert eine riesige Kristallblume und der Krieg ist beendet. Warum? Oder ich meine, ich beschwere mich nicht, dass das Spiel das schlecht erklärt. Ich weiß, dass ich nicht lese. Ich sag nur, ich check's nicht. Warum ist er so groß? Das wurde nicht erklärt. Das neue Legends Set ist der Name rückwärts. Asdenegel. Nee. Der hat früher mehr Fruchtzweige gegessen. Ich habe auch viele Fruchtzweige gegessen. Aber ich bin nicht so groß. Ich weiß, vielleicht auch so eine alles sauklein. Er heißt AZ. Can't you just
Er heißt nicht AZ, er heißt Azelf. Moment. Very 400 Bits von Teezy, dankeschön. Dankeschön. Er hat Fruchtries gegessen. Da das Spiel immer noch für Kinder ist, fand ich den Sarg schon angebracht, um den Tod darzustellen. Achso, das lag da drin und die Blume lag drauf. Stimmt. Das Azef liegt im Sarg und die Blume lag drauf. Ah, okay. Das mal, okay. Da gerade her, da ist nur eine Blume zu sehen. Die Blume ist nicht das Pokémon. Er heißt Azet, Azef. Leute, lasst euch doch nicht so ärgern von mir. Warum lasst ihr euch so leicht ärgern? Azelf ist Tobutz. Azelf ist die Blume, die ihr alle haben wollt. Hallo Runny. War ein Pokémon mit Sprachausgabe? Ich glaube, nie. Was heißt nie? Die nächsten 5 Gens glaube ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es will. Glaubst du, wenn sie eine Synchro machen, dass man sie skippen kann? Dann muss ich mir jeden Text genau anhören die ganze Zeit und kann nicht durchskippen. Das ist Fluette. Vielleicht ist das Parfum von dem. Er ist ja Jeremy. Ich glaube, der hat ein Parfum rausgebracht. Was Azet heißt. Cutscenes kann man darüber springen. Sag mir. Mehr als 3 Cutscenes, die man in Gen 9 überspringen kann. Sprachausgabe käme, wären das nur so einzelne in den Cutscenes, ja. Die wären niemals wie in irgendwie Skyrim, wo jeder Charakter tatsächlich durchgesprochen wird und sowas. Hier, unglaublich, einfach nur unglaublich. Nee, es wäre nur so. Und Pokémon hat nie Cutscenes. Gen 9 hat halt wirklich so 3. Gen 8 hat, glaube ich, 2. Ich brauche keine Sprachausgabe. Was ist hier Entscheidung? Red Pill, Blue Pill. Warte mal. Keine Ahnung. Was ist der Unterschied? Aber es macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Wenn du den falschen drückst, wird die Welt untergehen. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, oder? Er hat gerade gesagt, selbst wenn du den richtigen Schalter gedrückt hättest, hätte ich es gedrückt. Spielstand löscht sich selbstständig. Kein Unterschied, das war so klar. Das heißt, das vor 3000 Jahren eignet sich jetzt wieder.
Ist doch gut. Ein bisschen die Welt bereinigen. Wenn doch noch jemand in den Häusern war. Oh nein. Wie viele Leute, die putzen ein bisschen rum. Ist alles okay. Final Fantasy Attacke hier. Ja, Thanos. Die Menschheit verdient einen Thanos. Hast du das gesehen? Nein, wir sind in einem Keller. Aber wahrscheinlich auf deinem kleinen Bildschirm haben wir es gesehen. Anyways, kommt alle 27 Jahre. Ist eigentlich ein bisschen häufig, oder? Rani, hast du den neuen Trailer zu... Vielleicht ist er auch gar nicht mehr neu. Ja, es ist... Kuckoo! Mit Hunter Schafer. Der sieht cool aus. Wie komme ich zu diesem... Da war noch ein Item, ey. Ein Item war da noch. Stimmt, der Meisterball. Noch jemand in den Häusern war, sind sie halt tot. Kein Holo, kein irgendwie komm schnell hierhin oder sowas. Ich weiß doch jetzt nicht, welche Stadt das war. Oder ist es die letzte Stadt, in der ich noch nicht war? Wahrscheinlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass das... Ist das Mosaia? Um den riesigen Wasserfall zu bewundern. Siegestraße. Ich wette, wir müssen weitergehen. Jetzt mal gelesen, welche Stadt es war. Logik. Ganz im Westen? Nee, nee, Osten. Wir fliegen in den Osten. Nie ohne Seife waschen. Basti. Also mal, müssen wir wieder in die Schule gehen. Osten ist das, wo ich hingehe. Leo, Leo, du musst noch Cromlexia. Wir geben dir keine Chance, kurz selber rauszufinden, wo es ist, indem du kurz in eine Richtung läufst. Schnell, Leo, schnell, wir haben doch keine Zeit. Ich konsumiere jeden Tag 30 Stunden. TikTok, ich habe keine Geduld mehr. Tief im Westen. Nie ohne Schuhe wandern, Leute. Du liest doch nicht die Texte, bist selber schuld. Wenn ich die Texte lesen würde, würde deine Nachricht trotzdem in dem Moment droppen, in dem ich kurz rhetorisch sage, wo muss ich jetzt hin? Leo, 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 du musst dahin. Da, wo all die Häuser umgefallen sind und alle tot sind. Wow. Komm da rein. Das ist ein viel krasserer Touri-Ort jetzt, muss man aber schon sagen. Die paar Häuser, die da standen, waren schon langweilig. Die Häuser hatten ein mieses Fundament. Diese Einweghäuser. Ah, wahrscheinlich kann man jetzt hier lang, oder? Ja. Ab Gen 8 ist das kein Problem mehr mit den fetten Questlogs. Französischer Pfusch am Bau. In Japan war das so cool. Das heißt cool, aber jede Laterne, die da rumstand, war mit so fetten Seilen gesichert in jede Richtung. Warum? Wegen den Erdbeben. Und hier sind nicht mal vorbereitet auf einen riesigen Kristall, der aus der Erde kommt. Haben die nicht vor 3000 Jahren dazugelernt? Hallo Daniela. Sterben Menschen wirklich, wenn man mit riesigen Steinen auf ihre Häuser wirft? Das ist doch Teil des Opfers. Das ist doch Kollateralschaden. Das ist doch kein Problem für den. Glaubst du, der ist jetzt so, oh nein. Ich habe
NPC-Familien umgebracht, die in ihren Häusern standen und immer eine Textbox gesagt haben. Die Bauweise war stabil, Fundament nicht so. Ja. Ich muss Evoli mal wieder streicheln, bevor das wieder zu einem Psyana wird. Aber ich hab nichts zum Essen. Ja, das weiß ich noch, dass mich das gestört hat, dass die Häuser einfach, also dieser Kristall und alles, es ist genauso einfach, es bleibt einfach so. Okay, machen wir das. Das war ein bisschen einfacher. Die Beerenernte. Vielleicht auf normal. Oh Gott. 5 Auswahl. Warum du? Ich spiele mit Evoli. Geh weg, Amagaga. Ich schätze mal das. Aber wer kriegt jetzt dann die Freundschaftspunkte dafür, dass ich das schaffe? Wobei, dafür kriegt man, glaube ich, gar nicht mal wirklich Vertrauen. Dafür kriegt man nur Spaß. Spaß kriegen dann wahrscheinlich alle, die gerade mitmachen. Vertrauen kriege ich nur, wenn ich eben die Belohnung dann verfüttere. What? Ich hab's richtig gemacht. Oh nein, nein. Oh, ich habe alle gekriegt. Nice. Ja, dann hier. Fütter. So süß. Mehr als dreimal kann doch keine Herzen geben. Immer noch Herzen. So, mehr als... Okay, es ist satt. Wieder Herzen. Nach dem Essen. What? Das heißt, ich kann essen... Aber jetzt ist es wahrscheinlich voll. Jetzt muss Zeit vergehen. Schau mal, vielleicht sind es jetzt 2, aber es 50 Punkte dauert ein bisschen. Pünktchenmotiv, das hatte ich letztes Mal auch. Das hat, glaube ich, nichts bedeutet. Ne, immer noch ein Herz. Okay. Weiter, retten wir die Welt. Ich spielen kann es auch wieder essen. Ja, dafür kriege ich dann mehr Profiterol. Bärenernte ist das einfachste Spiel. Also das, was ich gerade gemacht habe, oder? Okay, aber... Ach, jetzt komm ich rein. Sword of the Demon King. Du bist ein Kapfu. Haya. Oder auch Dakuma. Weswegen man das Spiel so oft durchspielen muss.
So viel zu dem Thema, dauert ja nur 10 Minuten. Ja, 10 Minuten vielleicht nicht, aber es ist definitiv schneller, als Leute gesagt haben, oh mein Gott, Leo, viel Spaß, du musst so viel machen dafür. Ich habe jetzt zweimal mit dem gespielt und ich glaube, ich muss maximal noch zweimal mit dem spielen. Ist ja nicht viel. Okay, wir laufen einfach durch. Es hat eine Feentacke ausgerüstet und es braucht keine Freundschaft, sondern Vertrauen. Es kriegt gerade die ganze Nacht Freundschaft durchs Kämpfen. Deswegen, wenn es sich entwickelt, müssen wir die Entwicklung abbrechen, bis wir sicher sind, dass wir genug Vertrauen haben. Nur dann entwickelt es sich zu Filinara. Das ist in Gen 6 besonders. Hat nichts mit Freundschaft zu tun, die Entwicklung. Für ein Band muss man das Pokémon bis auf Stufe 5 bringen. Okay, ja, dann, das kann ich mir vorstellen, das dauert. Das sind dann 250 Punkte, die man braucht. Oh mein Gott. Ja, warum war ich nicht im Pokémon Center? Lernt Quajutsu überhaupt eine Unlichtattacke? Oh, das dachte ich wäre besser. Quajutsu nicht so hilfreich immer gegen. Ich will nicht Katapult machen. Nachthieb auf 70. Kein Problem. Bin ich schneller als ein Garados? Oh ja. Ah, die Level purzeln hier schon. Das ist krass, wie schnell man auflevelt hier. Das ist ein Problem. Aber wir bleiben bei unserer Entscheidung. Okay, wir hätten es. Okay. Stimmt jetzt Amagarga, oder? Nein. Das sind immer die gleichen Pokémon, die mein Quajutsu umbringen. Garados, Lashoking. Jetzt hör doch mal auf. Ist ja peinlich für mich. Okay, du machst jetzt keinen Feuersturm. Okay. Ich meine, wir spielen hier Gen 6, das ist alles kein Problem. Was? Wieso wehrst du die Attacke ab? Was? Kann ich noch ruckzuckieb? War ich schneller? Ich muss doch schneller sein. Ich glaube, der war. Nee, ich war schneller. Ich war schneller. Das schon. Was? Klinge. Ach, Klingensturm tut erst in der Runde danach weh?
Ich dachte, es ist eine Zwei-Runden-Attacke, aber halt zuerst Angriff und dann. Evoli, du schaffst es. Du schaffst das, Evoli. Mit Ruckzuck-Hieb schaffst du das, komm. Die ultimative Level-Up, jawoll. Hui. Hui, so viel Level. Jetzt habe ich Amagarga. Mach ich lieber Antikkraft? Gott, ich wünschte, ich könnte hier in der Gen schon nachschauen, was die Attacke macht. Ich weiß, ich glaube, ich kann sogar... Ich kann super umständlich doch so machen. Ne, hier so. Da sind nicht die Attacken aufgelistet. Ah doch, hier Attacken. Ach, so umständlich. 60. 65. 60. Echt, Aurora-Strahl ist besser? Na dann. Deswegen habe ich gecheckt. Ich hätte jetzt Antikkraft gemacht. Ich weiß auch nicht. Aurora-Strahl ist wahrscheinlich spezial. Amagaga ist... Egal, Aurora-Strahl. Uff. Vorsicht! Vorsicht! Okay. War das das... Es ist das Letzte. Ich habe den Kampf gewonnen. Das war so schlecht. L und A gleichzeitig? Ernsthaft? Dann kann ich die Attacken anschauen. Warum steht das nirgends? Beeindruckend. Naja. Hm? Warum lassen wir den einfach gehen? Polizei rufen. Hände hoch. Kann ich mich heilen? Heilst du mich? Als du mich. Als du mich. Ich werde jetzt Xerneas fangen. Und ich habe genug Pokebälle. Ich habe nur kein Pokémon, das irgendwie Hypnose kann. Oder Donnerwelle. Ich habe nichts von all dem. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie das hier mit Catchrate und so funktioniert. Gelber Bereich, Pokéball reicht. Gelber Bereich, Pokéball reicht. Gelber Bereich, Pokéball reicht. Okay. Ich will trotzdem mal gucken. Gen 6 Catch Rate Calculator. Gen 6 und 7 sind gleich anscheinend. Xerneas. Xerneas im Pokéball. Ich schätze mal, das Level spielt hier eine Rolle. Wir gucken mal. 11,9% Level 50. 11,9%. Okay. Level 100. 11,9%. Okay. Wir sind bei 12% im Pokéball. Wir sind bei 27% im roten Bereich. Und wenn es schläft, bei 54%. Also wenn es nur im gelben Bereich ist, sind wir schon bei 20%. Unverschämtheit. Ich meine, es ist wieder ein Story-Legi-Fang-Ding. So wie auch Kyurem. Zekrom und Reshiram. Aber ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ist schon ein bisschen traurig.
Coverleggies sind immer einfach zu fangen in Gen 4, 5, 6, 7 weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, dass Samazenta und Zacian sind nicht selbstverständlich im Pokéball zu fangen und Koraidon und Miraidon auch nicht. Also sie haben es mit Gen 8 mit der Switch wieder ein bisschen angehoben. Ich glaube, Koraidon im Pokéball sind 2% oder sowas. Ohne irgendwas zu machen. Also das ist wieder so wie Groudon und Kyogre. Aber 4, 5 und 6 und wahrscheinlich auch 7. Da wollen die einfach wahrscheinlich den Storyfluss nicht zerstören, weil da passiert ja der legendäre Kampf wirklich in der Story. Du musst es fangen. Aber ich weiß nicht, ob ich es fangen muss. Ich schätze mal, ich muss es fangen. In Gen 5 muss ich safe fangen. Ich habe vergessen, wo ich hin muss. Mein neues Leben hat mich schlappe 5 Millionen gekostet. Was? Hat sie nicht gesagt, ich muss in den Keller oder sowas? Aber war da noch ein anderer Aufzug? Ich gehe nochmal kurz runter. Macht das einen Unterschied, ob du bei XY guckst oder bei Ultrasonne, Ultramond im Calculator? Nee, anscheinend ist das die gleiche Mathematik. Wetten, Koraidon und Miraidon bleibt eins im ersten. Gen 9 habe ich komplett fertig. Und ich habe das nicht gezählt, aber ich glaube, Koraidon und Miraidon hat schon so 80 Pokebälle gebraucht oder so. Es hat sehr lang gedauert. Ein starker Trainer, der sich... Sieh nur, da hinten geht... Ach, da hinten. Wo da hinten? Hier? Da unten, ich sehe es. Ein Baum. Ach, hier, okay. Darf man sagen, dass du in der falschen Stadt in den Keller willst? Warum? Bin ich nicht gerade richtig gegangen jetzt? Außerdem hast du gefragt, ob du was fragen darfst, gefragt, ob du was sagen darfst, indem du es sagst. Bye JJ, viel Spaß. Und vergiss nicht, Metagross ist okay. Surf, 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 surf. Dein Psyogon ist mir egal. Und hallo, Bisalina. Endinalas hat auch irgendeine Fangrate von 255. Sicher? Ich habe das Gefühl, Endinalas hat... Nee, Endinalas war ein Story-Catch. Das hat, glaube ich, sogar, ja, 255. Also du musst einfach nur einen Ball schmeißen und es bleibt drin. Weil es ist so wie... In Gen 9 Ursaluna zum Beispiel. Du musst den Kampf gewinnen und als Belohnung bleibst du in jedem Ball drin. Glaube ich, so war es. Warum hat Toxicroak... Das hat das H2O? Cool. Wow, unnötig, aber danke. Findest du, in Kapu sind die Meisterbälle so useless wie in keinem anderen Pokémon-Spiel, weil alles shiny locked ist? Ich meine, die Verbindung habe ich jetzt nicht gehabt, deswegen. Meisterbälle sind sowieso useless in Gen 9 und Gen 8, weil alles im Pokéball drin bleibt zu jeder Zeit. Also du brauchst keine Meisterbälle. Selbst wenn ein Shiny vor dir steht, ist die Chance, dass es innerhalb von 50 Pokébällen drin bleibt, sehr, sehr hoch. Deswegen, ich habe das nicht mit Shiny in Verbindung gebracht, weil die wenigsten Shinies verdienen einen Meisterball. Meisterball ist viel zu hässlich, um ihn überhaupt zu benutzen. Warum willst du nicht von Surfer getroffen werden? Zeig mal her. Tatsächlich H2O, okay. Ach, Trockenheit. Okay. Ja, dann muss ich jetzt Pokémon wechseln. Ich kann dir nicht wirklich wehtun. Ah, nee, du bist Kampf. Du bist nicht Unlicht.
Du bist nicht Unlicht. Ich denke die ganze Zeit, Toxic Quark ist Unlicht. Oh Mann. G-Max Antinalos ist aber auch das stärkste Pokémon, das existiert. Und gleichzeitig nicht existiert, weil man es nicht fangen kann. Aber also zumindest die Form. Es behält nicht die Form. Darf ich weiter? Oh Gott, jetzt kommen schon wieder so viele Kämpfe. Leute, ich habe euren Anführer schon besiegt. Seid ihr nicht so wie, keine Ahnung, Orks? Wenn ich den Anführer besiegt habe, dann rennt ihr alle weg. Weil ihr ohne Führung nicht klarkommt. Ich habe ihn für Shiny Dialga und Giratina benutzt. Ja, ich benutze auch Meisterbälle, um krasse, also schwer zu fangende, so 0,4% Shinies zu fangen, wie jetzt das Deoxys oder sowas. Aber das war dann auch, es ist nice, einen Meisterball als Backup dabei zu haben, falls es schief läuft. So wie das eine Deoxys bei mir. Welche Orks rennen denn ohne Führung weg? Die in dem Spiel hier, wie heißt es? Lord of the... Das Spiel mit zwei Teilen, wo man diese... Das ist echt ein geiles System hat, diese mit den Orks, die so Rang haben und dann besiegst du den höchsten Rang und dann kommst du weiter und kannst den im nächsten Rang besiegen und so. Ego-Trip. Anwender stiehlt und führt die Attacke eines langsameren Ziels zuerst und mit größerer Kraft aus. Krass. Das heißt, wenn jemand Eiseskälte macht, mache ich auch Eiseskälte, nur noch stärker. Ist mir zu taktisch. Meinst du die Orks, die vor dem einbrechenden Boden davon gelandet sind? Ich rede nicht von den Filmen, ich rede vom Spiel. Shadow of Mordor, genau. Hast du das Ende von Return of the King gesehen? Nö. Da habe ich, glaube ich, ausgemacht. Das war der langweiligste Teil, oder? Du meinst die eine Stunde, wo alle sich von Frodo tausendmal verabschieden? Und du einfach nur denkst, wo kommen die Credits? Und dann siehst du noch die Hochzeit von Sam und dann siehst du auch noch, wie Frodo aufs Ding steigt und dann siehst du Legolas und dann siehst du nochmal den und nochmal den und denkst dir so, kann dieser Film mal enden endlich? Sieht man da auch Orks, wie sie immer noch weglaufen. Shadow of Mordor ist wirklich gut. Ich hatte nur Bock, den ersten zu spielen, weil beim zweiten dachte ich mir, okay, es sieht genauso aus, ich brauche jetzt nicht das gleiche nochmal. Das Prinzip ist geil, du kämpfst ziemlich geil und du kannst, es ist einfach, es ist halt wirklich so, also das ist eine riesige Open World und da läufst du rum und kannst halt Quests machen und sowas. Aber das Coole ist, dass halt, es gibt, keine Ahnung, schon sau viele, so 50 besondere Orks, die alle auch eigene Synchronsprecher haben, ganz besonders aussehen und bestimmte Kampfmechaniken haben. So, manche kannst du nur stealthmäßig besiegen, andere musst du vergiften, andere musst du verbrennen und du musst halt richtig deinen Kampfstil anpassen, je nachdem welchen Ork du gegenüber trittst. Und es ist hauptsächlich so ein Massenschnetzler, also du hast da ganz viele, so 30 Orks um dich rumstehen und du kannst also richtig geile Kombos machen, um alle zu besiegen, aber dann kommt irgendwann so der Anführer von denen. Und der ist halt dann sauschwer und dann rennst du weg und du kannst halt so krass taktisch vorgehen. Und es gab so, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, was genau es gab. So, ich erinnere mich, dass es einfach geile Momente gab, wo du echt so bist, oh mein Gott, ich bin so genial, wie ich den gerade besiegt habe. Und die Story ist auch nicht schlecht. Es geht darum, dass du hast den Geist in dir, der den einen Ring erschaffen hat? Nee, anders. Ich weiß es nicht mehr. Risiko-Tackle, Evoli, oder? Ja.
War Shadows of Mordor nicht Pay to Progress? Keine Ahnung, ich habe da nie gezahlt, weiß nicht. Bye, Roter Jay. Sie haben die Schlacht ums Auenland einfach weggelassen? Echt? Es gab eine Schlacht ums Auenland? Oje, Mine. Wenn ihr Herr der Ringe mögt, spielt Shadow of Mordor. Ich weiß nicht, ob der zweite Teil besser ist oder ob die aufeinander aufbauen. Ich habe nur den ersten gespielt und wollte halt dann den zweiten nicht spielen, weil sie sich sehr ähnlich sahen. Aber das war echt eins von den Spielen, die ich nicht so schnell vergesse, weil es war sehr einzigartig, wie man kämpft und das Rangsystem und so. Aber es ist eigentlich einfach nur relativ Open World und du läufst als krasser Kämpfer rum und schlachtest Orks und du hast halt eine geile Story. Hallo Little Witch. Ich glaube, es gibt's auf dem PC inzwischen. Das war damals Konsole. Beim zweiten kannst du dir halt eine Armee aufbauen und Festungen übernehmen. Ah, das klingt nach etwas, worauf ich gar keinen Bock hätte. Ich will lieber selber als ein Mensch so alles schnetzeln, als dann irgendwie so Vogelperspektive, den sagen dahin. Das würde mir nicht gefallen, glaube ich. Okay, Xerneas. Du bist dann auch mittendrin gewesen im Kampf. Ah, aber du sagst quasi deinen Verbündeten, wo sie sein sollen und sowas. Das war KI. Okay, dann ist vielleicht doch ganz cool. Wir sind vor Xerneas. Die Sequenz sah, glaube ich, ziemlich cool aus, wenn ich mich erinnere. Oh, das war aber auch in Pokémon Snap cool, wie Xerneas erscheint. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob ich dem wehtun soll. Ich schätze, es ist Level 50. Aber vielleicht auch nur 40. Wahrscheinlich 40, damit es nicht zu einfach, also damit es nicht zu einfach danach ist. Ich werde nicht mit Xerneas in die Top 4 gehen. Wer könnte denn Schaden machen, ohne es umzubringen? Xerneas ist Fee. Ich glaube, gegen Xerneas ist nur Gift und Stahl gut. Wir könnten Eisen Kopf machen und Andrago könnte nichts machen. Ich habe kein Gift. Ich habe eigentlich nur. Das ist Level 54. Ich glaube, Eisen, das wird es umbringen. Ich nehme mal Fiaro und mache einfach eine. Es ist, glaube ich, nicht Pflanze, auch wenn es ein Baum ist. Ich glaube, Xerneas ist wirklich nur Fee. Nehme mal Fiaro. Und macht dann irgendwie Nitro. Oder ich schmeiße einfach einen Pokéball und es bleibt drin. Hat 4 Jahre Flammenkörper. Ich meine, ich werde nicht viel brüten, aber ich habe nie geguckt, was es hat. Ah, du meinst, dass es dann. Oh. Ja. Du meinst, dass Xerneas dann verbrennt. Das ist ein guter Einwand. Das ist ein sehr, sehr guter Einwand. Vielen Dank. Was hat Pandrago für ein Item? Nein, nein, nein. Metallkraut. Oder Mentalkraut. Gute Sache, Scarlet. Das wäre jetzt ein bisschen traurig vielleicht gewesen. Aber dann wäre es noch eher im Pokéball drin geblieben. Xerneas ist es. Mein allerliebstes Legi. Also von allen Legis ist Xerneas für mich das Beste. Das ist so cool aussehend. Es ist cool aussehend. Es sieht so cool aus. Muss ich jetzt gegen die noch kämpfen? Ach nö. Cooler als Giratina. Ja, Giratina ist ein komischer Wurm. Klar. Xerneas hat eine Graziosität. So elegant. Die Farben und das Shiny sieht so gut aus.
Glaubst du, als Lebewesen glücklich werden zu können? Ich stellte die wahren Fragen kurz vor dem Kampf. TZ, du bist ein Knuddeluff. Ich finde Rayquaza mega cool neben Latias als Legis. Ja, ich habe das Gefühl, jeder mag Rayquaza. Immer wenn es Sachen gibt, die jeder mag, bin ich so, ich mag's nicht. Ich mag auch Nirvana nicht. Einfach nur deswegen, weil jeder Nirvana mag. So gefühlt. Ich weiß, es ist ein dummer Grund. Aber es ist automatisch... Rayquaza ist sackencool. Shiny ist auch sackencool, aber... Jeder sagt Rayquaza und dann habe ich direkt immer keine Lust, das zu mögen. Xerneas ist so viel besonderer. Rayquaza ist mein Lieblings-Pokémon. Das ist ja auch vollkommen okay. Hast du schon den Dianzi-Film gesehen? Ich habe noch nie einen Pokémon-Film gesehen, außer den allerersten im Kino damals, als kleines Kind. Was heißt das schon? Ist der neu? Kovo ist gleich wieder da. Schreibt zum ersten Mal, Kovo, herzlich willkommen. Kovo schreibt zum allerersten Mal, dass er gleich wieder da ist. Das ist die beste erste Nachricht, die ich je gelesen habe. Kovo, herzlich willkommen und ich hoffe, du bist gleich wieder da. Für das Xerneas-Finale. Regidrago finde ich einfach krass. Mega. Regidrago ist cool, ja. Hallo Grimlock. Sobald ich im Oras weit bin, werde ich mir erstmal Latias fangen mit einem Pokéball. Oh, mach das doch in Gen 3, da ist das viel einfacher. Abgangstirade. Warte mal, das war, glaube ich, ziemlich crazy. Schüchte das Team mit Eingangsrede ein. Nö, gefällt mir nicht. Abgangstirade ist, dass ich mein Pandagro einwechsel und der Gegner dann geschwächt wird dadurch. Auch Nahkampf. Kann der Nahkampf lernen? Oh mein Gott, ich vermisse Kovo. Hast leider keinen Gen 3. Ja, das ist auch verständlich. Muss ich die jetzt echt alle besiegen? Dann kann ich einfach nicht... Ich laufe hier einfach durch. Ist gar nicht gut hier gerade. Autsch. Oh. Giftzahn vergiftet es immer? Nee, Aurora-Strahl ist schon besser. Was ist das für ein geiles Emote, ja. Moggy. Wäre es eine Challenge für dich, jedes Hisuimon in Alpha in Home zu haben für den Origin Dex? Das werden wir wahrscheinlich machen, ja. Ich meine, wie viele Hisuimons gibt's? 8? Das sollte nicht so schwer sein. Und die meisten sind sowieso in der Story Pflicht-Encounter. Also hier die, vor allem die Formen. Oder? 3, 4. Vier, glaube ich. 4 sind Pflicht-Encounter in der Story. Also klar, aber das ist ja nicht schwer.
oder? Oder gibt es irgendwo eins, ein Hisui, was man nicht in Alpha kriegen kann? Außer Leggy. Ist Leggy natürlich nicht. Ist Eis gut gegen Gift? Nee. Encounter-Dichte in der Elektrolythöhle, ich krieg die Krise. Schutz. Setz doch einen Schutz ein. Hast du keinen Schutz? Bad Pokémon Trainer. Böse. Ich habe keinen Boden. Das ist ein bisschen blöd. Gar keinen Boden ist blöd. Was ist noch gut gegen Gift? Ach, Psycho. Ach, shit. Kobo ist wieder da. Gott sei Dank. Kobo, willst du uns erzählen, was wichtiger war als dieser Stream? Wer will einen Schutz? Schließlich brauche ich ja den Living Dex. Okay, dann beschwer dich nicht. Was hat da so lange gedauert? Hast du Essen geholt? Was für Essen? Wunderschöne Überleitung zu dem, was ich heute mache. Ihr dürft alle dreimal raten. Butter Chicken. Falsch. Chatterbicken. Falsch. Sandwich. Sehr gut. Falsch. McDonald's. Falsch, sowas esse ich nicht. Ich würde gerne. Aber ich zwinge mich. Ich stehe vorm Leggy, ja, aber hier sind die ganzen Vorstände, die mich gerade fertig machen. Aber dann glaube ich, schaffe ich die 20% Fangchance. Ich gebe mir maximal 5 Bälle und ich glaube, es wird wieder im zweiten drin bleiben. Asiatisch. Asiatisch ist keine Küche. Danke übrigens für den Tipp mit dem GB Operator. Kann es kaum erwarten, bis der daheim ist und ich mein 20 Jahre altes Smaragd aus der Stube wieder auspacken kann. Nice. Kahül? Kahül? Gerne, gerne, gerne. Ich liebe das Ding auch. Ich benutze es leider viel zu wenig, weil ich mit Gen 3 relativ fertig bin, aber irgendwann gibt es wieder Sachen, die ich in Gen 3 machen will und dann kann ich sie sogar gleichzeitig machen. Und hier mit Reis. Falsch. Ich bin seit Tagen wieder auf dem Pfannkuchentrip. Falsch. Gibt's nur Geld aus für Pokébälle? Das musst du nicht. Das ist zu viel Geld. Du hast mehr Geld, als alle Pokébälle auf der Welt kosten. Mann, ey, warum machen die mich fertig? Ich meine, ich bin auch nicht wirklich überlevelt, außer sobald Quajutsu weg ist, das ist tatsächlich relativ knapp. Nein, Klingsturm, nein. Was könnte Leo kochen? Es muss einfach sein. Eis mit Brokkoli. Nein. Batteriewechsel nicht vergessen. Warum? Also im neuesten Video habe ich das extra gesagt. Natürlich hilft es immer, die Batterie zu wechseln, aber wenn du den GB Operator hast, musst du eben nicht die Batterie wechseln. Weil dann brauchst du keine Batterie. Und sowieso kommt drauf an, was man machen will in Smaragd.
Wenn du Glück hast, musst du die Batterie überhaupt nicht austauschen. Palak Paneer. Falsch. Spaghetti Bolognese. Falsch. Ihr könnt nicht draufkommen. Suppe. Quasi. Leo kocht wieder sein Hähnchen. Falsch. Welches Hähnchen? So, darf ich jetzt endlich... Ich glaube, ich mache nichts, sondern schmeiß nur Pokebälle. Und ich sage... Spätestens 5. Knack. Achtung. Deswegen ist es das coolste Legi. Sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Ich wollte das Ding nie wieder sehen. Da ist dein Albtraum. Es sieht so gut aus. Ja. Ich sehe das X aber nicht wirklich. Es sieht eher auch aus wie ein Y. Oder? Es sieht doch eher aus wie ein Y als ein X. Es müsste seine Beine... Nee, selbst dann. Dann sieht es aus wie ein... Iveltal sieht auf jeden Fall aus wie ein Y. Das sieht auch aus wie ein Y. Es ist Level 50. 5 Bälle könnte vielleicht doch ein bisschen knapp sein. Oh, ich habe einen Meisterball. Hey. Okay. Nummer 1. Ich glaube, wir sind bei 12%. Schade. Die Pupillen sind XA. Song ist geil. 53 Bälle bei 12%. 3. Schade. Wie viel Prozent hast du, wenn es geschwächt ist? Wenn es komplett geschwächt ist, roter Bereich und Schlaf, 50%. Und jetzt, glaube ich, sind es 12. 4. Ball. Ich meine, ich habe noch nie keinen Wiggle gehabt. Also das Ding bleibt gleich drin. 5 war vielleicht ein bisschen wenig. Wenn ich überhaupt so lange lebe. Oh Gott. Ben. Jetzt sind wir bei den 12%.
Das heißt, wenn er jetzt im nächsten Ball nicht drin bleibt, haben wir Pech. Exakte Stats. 12% mal 8. Quasi. Tada! Unser Leggy. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. 8 Bälle. 8 Pokebälle, ohne was zu tun. Wer hat gesagt 54? Ich hoffe, du schämst dich. Kein Spitzname. Da war man so, hä, warum hat das jetzt ein anderes Geweih? Nein, ich will das nicht in mein Team aufnehmen. Wobei ich sollte. Nein, ich will nicht. Es muss unbefleckt bleiben. Nein. Wurde gesagt. Entschuldigung. Was macht er und sein Death Stranding Setup hier? Ist komplett in irgendeiner VR-Welt gerade. Der ist einfach, wie heißt die Welt von Facebook? Ja, wie heißt Facebook? Wer ist die Firma von Facebook? Ich schäme mich zutiefst. Timeout. Meta Quest. Metaverse, genau. Der ist so tief im Metaverse gerade drin. In seiner eigenen Welt, wo er gewonnen hat. Moment! Ich hätte Xenias nehmen sollen. Bin ich zufällig komplett geheilt? Was passiert, wenn ich hier sterbe? Kann ich überhaupt sterben? Ich bin komplett geheilt. Okay, ja dann. Easy. Guck mal hier. Der ist aber nicht. Ich denke immer, Wishu ist Psycho. Es ist einfach nur Kampf. Was ein Problem ist, ne? Nicht Turmkick. Oh. Ja, okay. Quajutsu rennt jetzt durch. Außer wieder ein Lashoking oder ein Garados. Bist du dir sicher, Flordelis? Bist du dir sicher, dass du Pyroleo nehmen willst? Was ist da denn los? Wo kommt eigentlich diese Welt her, in der wir sind? Ich glaube, wir sind gerade in der Meta-Quest. Ist auch einfach nur ein Spiel, was Flordelis auf seiner VR hat. In Wirklichkeit stehen wir einfach vor ihm und gehen so an ihm vorbei, während er gegen Kinder in seiner Quest spielt. Ja, wir kämpfen halt auf der Sonne einfach. Wo sind wir? Warum kann ich immer noch Ruckzuckhieb? Quajutsu hat ewig nichts mehr gelernt. Oh, jetzt kommt tatsächlich Garados. Ich tausche. Wow! Krieg ich von ihm auch das Glurak nicht dann? Würde Sinn machen. Glurak mag ich tatsächlich als Mega. Also ich... Jedes Mega, wirklich jedes, sieht cool aus. Und Garados ist auch nicht das, was am wenigsten cool aussieht, aber es zählt zu denen, die mir nicht so gefallen. Es verliert irgendwie was. So bollig, so. Das ist irgendwie komisch. Oh, wow.
Stopp. Warum denn? Ich bin Eismann. Ja, das könnte halt jetzt echt interessant werden. Mega Bennett? Mega Bennett sieht doch voll cool aus. Ja. Wann Tierlist aller Megaformen? Hältst du mich wirklich für einen Tierlist-Menschen? Ist das Wasser und Licht? Ich weiß es nicht. Aber dann machen wir Sanktu-Klinge. Yo, verwirrt. Verdammt, Erdbeben. Warum kannst du Erdbeben? Warum schwebe ich nicht? Ja, es ist Unlicht. Komm, tu dir weh. Boah. Easy. Ich hätte gerne eine Erörterung, was diese Tech bringt, die Flordelis an sich dran hat. Arg. Also ich finde, man sollte immer teilen. Genau, gib mir einfach dein Garadosnit. Garadonit. Weg hier. Er explodiert. Was? Wie? Haben wir das nicht aufgehalten? Habe ich das schlechte Ende bekommen? Oder die Blume greift an. Okay, die Blume hat sich selbst zerstört. Das ist voll der Psych! Just a prank, bro. Loch. Die Häuser jetzt wieder so zurücksaugen müssen. Und dann stehen sie wieder. Gen 6 hat unterschiedliche Enden? Nein. Ich mach doch nur Späßle. Zum Glück seid ihr alle wohl auf. Wer seid ihr? Ihr habt Masken auf. Wir wissen immer noch nicht, wer sie sind. Mal kurz durchschnaufen vielleicht. Apropos, was koche ich heute? Ihr habt es nicht erraten. Ich weiß nicht, ob ihr meine Antwort verdient habt. Aber schauen wir erstmal, was Azelf uns zu sagen hat. Du redest von dir selbst, Mann. Vielleicht redet er auch mit sich selbst. Ist ein End. Porridge. Zum Abendessen. Selbstgemachte Hamburger. Nein. Einfach nein.
Leute, dass ihr da nicht drauf kommt. Es ist so leicht, so offensichtlich. Ich habe so viele Tipps gegeben. Feinstes Steak mit Bratkartoffeln. Nudeln mit Pesto. Aber ich lerne dadurch, was ihr gerne esst. Butter Chicken, was sonst? Nein, immer noch nicht. Spargelcremesuppe. Nein. Heute gibt es Pizza Hawaii, was sonst? Warum hat keiner von euch Pizza Hawaii mit Zitroneneistee erraten? Es liegt doch auf der Hand. People leave. Was sagt's jetzt? Es waren nicht viele Herzen. Noch eins. Ich spiele nochmal ein Spui. Ich spui nochmal. Nächste Schlagzeile: Leo bekommt Einreiseverbot in Italien. Das bekommt man nur, wenn man seine Spaghetti. Mit dem Messer schneidet. Jetzt die Sprache verschlagen, wie kannst du nur? Weil ich muss mich konzentrieren. Es ist ein Durian. Durian gibt es heute auch zum Nachtisch. Ich habe keine Ahnung, was der wollte. Durian gibt es heute zum Nachtisch. Ah, es ist nicht leicht. Wo? Ah. Was? Hä, wie schnell muss ich das machen? Hä, wie schnell? Wie soll das so schnell gehen? Es ist nicht möglich, so schnell zu sein. Es ist nicht möglich. Hä? Ach, und jetzt dauert's ewig. So ein Quatsch. Okay, die Schwierigkeit machen wir nie wieder. Drei. Zwei. Das war auch sehr schwer. Wer Spaghetti zerbricht, landet auf der Fahndungsliste in Italien. Habt ihr das gesehen? Als Italien gegen in der EM Serbien oder sowas, hat ein Journalist so ein richtig, oder irgendjemand so ein richtig geiles Bild geschossen, wo so die, da war so also eine ganz viele italienische Fans und auf der anderen Seite albanische Fans. Und ein albanischer Fan hat so eine komplett zwei Fäuste voll mit Spaghetti und macht halt so. Und die ganzen italienischen Fans so, nein! Oder sieht man im nächsten Bild nur so, wie die zwei zerbrochen sind und die Italiener alle so, oh mein Gott! Das war ein sehr lustiges Bild. Auf jeden Fall, wenn ihr dachtet, dass es heute Hawaii-Pizza gibt, dann kennt ihr mich nicht und ihr habt alle es nicht verdient, mich zu kennen. Und bitte geht. So viele Herzen. Oh mein Gott. Was ist geschehen? Was willst du tun? Das muss jetzt aber echt, das muss jetzt gereicht haben. Das waren so viele Herzen. Was war das? Es ging ab. Goldgelber Wolkentisch. Kann man das hier einrichten oder was? Nein. Zwei. Jetzt brauchen wir nur noch ein Level Up. Was ist, wenn Freundschaft und Vertrauen passen beim Level Up? Vertrauen wird doch bestimmt bevorzugt, oder? Weil ich kann immer noch die Feenattacke mir nicht beibringen und dann wird's auf jeden Fall Psiano nach Tara.
Aber wenn man eine Feenattacke hat und beides ist perfekt aufgelevelt, dann wird es wahrscheinlich immer zu viel nahe. Ja. Wo bin ich? Warum bin ich hier? 11? Warum bin ich nicht in der Stadt? Bin schon raus? Hallo? Wie komme ich da oben hin? Achso, mit Zerschneider. Haben wir nicht. Speichern? Ja, ich sollte speichern. Deswegen die Feenattacke. Ja, wahrscheinlich. Ist das der Grund? Irgendwo hörst du bei sowas zwei Italiener auf Insta schreien. Ja. Nein. Wir standen im Tesco und ich habe gesagt, Rosa, was willst du, dass ich jetzt Neues zum Kochen mache, lerne? Wir brauchen wieder was Neues, was ich mache. Hat sie gesagt, Eintopf. Es ist jetzt viel, ne? Eintopf. Ich dachte mir so, gehen wir komplett crazy und machen was komplett anderes, als ein Eintopf verspricht. Deswegen versuche ich heute zum ersten Mal in meinem Leben einen ungarischen Eintopf. Ungarisches Gulasch, so heißt es, ne? Oh, was für ein Eintopf. Ungarisches Gulasch. Ich nehme einfach ein Rezept von chefkoch.de und da steht, dass man es nur eine Stunde lang köcheln lassen muss. Und ich dachte, ein richtiges Gulasch köchelt einfach 3 Tage lang. Aber da steht eine Stunde. Segediner Gulasch. Speicher nicht vergessen. Ja, selbst wenn. Wer braucht Speichern? Warum nicht 2 Topf? Lurky. War das A? Ein guter Witz. B. Ein schlechter Witz. C. Hat man dir ins Gehirn geschissen? Oder D. Dankeschön. Ich bin jeden Tag hier. Speichern, hä? Speichern. B. D. Wie sieht denn die XP aus von Evoli? Schlecht. Eine Stunde klingt viel zu wenig. Mal schauen. Das ist aber kein Eintopf. Wie ist das kein Eintopf? Ungarisches Gulasch. Wie ist Gulasch kein Eintopf? Was ist denn Gulasch, wenn nicht Eintopf? Was? Was ist denn dann die Definition von Eintopf? Aber dann bitte sehr scharf machen. Ich mache so scharf, wie das Rezept sagt. Was hat jetzt die Nachricht gesagt? Nein, ich habe genau in dem Moment weggeguckt. Die war viel zu kurz. Nochmal bitte zurückrufen. Ich gehe einfach weiter. Also das Gulasch ist ein Schmorgericht. Ein Eintopf. Ich habe nicht mal einen richtigen... Also ich glaube, man muss Gulasch oder Eintopf oder was auch immer in einem Keramiktopf machen. Sowas haben wir nicht. Aber ist egal, es geht trotzdem. Eintopf ist eine dickere Suppe. Und was ist Gulasch? Gulasch ist eine dickere Suppe. Hä? Er will dich treffen. Wer will mich treffen? Was hat denn das kleine Kind hier für eine krasse Ziege? Nathan will dich in Mosai treffen. Okay. Ich gucke. Sehr gute Attacke. Pandrago. Pandago? Was? Pandagro. Ich krieg das nicht raus. Pandagro. Gulasch isst man doch mit Kartoffeln, Knödeln, mit Rotkraut und so weiter. Ich google jetzt ungarisches Gulasch. Und wenn da steht,
Gibt's Wikipedia? Gulasch ist eine Fleischspeise ungarischen Ursprungs. Was in allen anderen Ländern Gulasch, Gulyasch oder Gulasch heißt, ist jedoch in Ungarn das Pörkölt. Pörkölt. Beziehungsweise Paprikas. Nur in Ungarn ist ein Gulasch eine Suppe. Ungarisch Gulaschsuppe. Original zubereitet gehört Gulasch zu den Eintöpfen. Siehst du nicht? Original zubereitet gehört das Gulasch zu den Eintöpfen. Kannst du das nicht lesen? Wieder mal siegt der Streamer über das Halbwissen der Zuschauer. Sehr, sehr gut. Halt, Moment. Glaube niemals dem Internet. Sondersensor. Das war schlecht. Du hattest auch nicht recht. Eine gedünstete Fleischspeise. Achso, weil du gesagt hast, geröstet? Schmorgericht. Schmorgericht. Ist doch egal, essen. Noch zwei Level, dann lerne ich endlich eine, die einzige Unlichtattacke. So, ich mach noch, bis Evoli ein Level up hat, dann haben wir Felinara. Was gibt's ja eigentlich für coole neue Pokémons? Ich kann Xenias abkreuzen. Ein paar Fermiculas. Und ich muss endlich tauschen. Ah, ich flüchte, komm. Die Ameisen brauchen wir nicht. Arbeite ich an meinem Pokéball-Dex weiter oder suche ich Shiny Lugia? Pokéball-Dex. Was ist ein Pokéball-Dex? Das heißt Pokédex. Möge dein Evoli wieder ein Psyana werden. Ja, ich glaube noch ein bisschen EP habe ich. Ist Fermicula Gen 6? Aber dann ist doch hier auch Phonifras. Nein, Fermicula ist Gen 5, oder? Natürlich ist es Gen 5. Ja, ja. Ich glaube doch nicht, dass es in Gen 6 neue Pokémon gibt. Nimmst du Rindergulasch? Ja, da stand 400, aber es gab keine Packung mit 400. Es sind nur 350. Gramm. Kilo? Kilo. Und Paprika und Chili und Butter und Knoblauch. Irgendwie ist es voll wenig. Ich frage mich, woher die ganze Soße kommt, wenn da null. Wenn da null irgendwie. Tomatenmark, aber da ist nicht sowas wie Tomatensoße oder so. Keine Ahnung, wo die ganze. Ah doch, 50 Milliliter Rinderfleischbrühe. Nur eine Stunde Kochzeit, ja. Hast du gespeichert? Ja, so vor 3 Stunden. Evoli, ich vertraue dir, dass du mit Charme und 2 Herzen Vertrauen jetzt zu einem Felinara wirst. Shiny Felinara. Daumen drücken. Ja, ja, Brühe. Man sieht's halt auch gar nicht, ne? Man sieht's halt auch null, was es wird.
Ey. War doch einfach. Und das kann jetzt Schambolzen. Aber es ist männlich, deswegen bringt es mir nichts. Außer, doch, es bringt mir schon was. Für all die Pokémon, die ich in männlich brauche. In weiblich brauche. Was? Nein, in weiblich brauche. Moment, verdammt, es gibt keine Pokémon, die ich in weiblich brauche. Ich habe die Feenattacke vergessen. Ist das hier ein Dorf? Nope. Ich brauche in Popo noch einige Mons für einen Living Dex im Pokéball aus dem letzten DLC. Ich hatte keine Lust, die Starter zu suchen und zu fangen. Die sind alle einfach, bis auf Feurigel. Ich meine, sie zu finden, ohne dass du nachschaust, ist ein bisschen hart, aber wenn du nachschaust, ist natürlich einfach. Ohne Nachschauen sind so 3, 4 schwer zu finden. Weil sie in irgendwelchen winzigen Höhlen sind. Hätte es auch nicht gereicht, das Evoli nach Kabu zu übertragen und dort zu entwickeln? Doch, aber ich will Felinara wegen Schambolzen. Also das war ursprünglich der Plan, dass ich ein weibliches Evoli fange und Schambolzen beibringe, damit es männliche Pokémon unlockt, die ich dann fangen kann. Vor allem bei Leufeo. Beim ersten habe ich aber den Fehler gemacht. Isst du gerne Knoblauch? Ja. Sehr viel. Und außerdem, es war ja jetzt nicht schwer, Felinara zu entwickeln, aber ich will das ja auch in den Top 4 benutzen und ja, und ich will es in den Top 4 benutzen. Aber ja, es ist ein Evoli entwickelt, ist es natürlich auch Carlos. Amagarga. Aber die müssen alle weiblich sein. Mit Rezept ist das sicher gut, aber ich habe keine Lust. Ach, du willst alle Starter weiblich? Mit der... Hast du dem DLC brav freigeschalten? Die Linse, damit du das Geschlecht siehst, bevor du den Kampf startest. Dann ist es sehr, sehr einfach. Es gibt kein Rezept, das eher Weibchen oder Männchen macht. Also Rezept bringt nur was, dass dann halt mehr erscheinen. Aber da würde ich eher schnell einen Ausbruch suchen nach dem Pokémon, was ziemlich, bis auf ein paar, so Kanimani. Ist schwierig mit Ausbruch. Aber die meisten sind, glaube ich, relativ einfach. Wusstet ihr, weil Ferret geschrieben hat, magst du Knoblauch? Wenn ihr euch Knoblauch auf den Zeh reibt oder auf den Fuß, warum auch immer ihr das machen solltet, sage ich euch jetzt. Gesund. Nein. Wenn ihr euch Knoblauch auf den Fuß reibt, ungefähr eine Stunde später, schmeckt ihr den Knoblauch auf der Zunge. Weil Knoblauch so fein ist, dass er ins Blut kommt und zirkuliert, sodass es sogar bis in eure Zunge zirkuliert und ihr dann den Knoblauch schmecken könnt. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Aber das ist auf jeden Fall so. Deswegen schwitzt man ja auch Knoblauch. Wenn du so sau viel Knoblauch isst, schwitzt man das ja. Frage ist dann, ob das mit Curry auch geht, weil Curry, glaube ich, schwitzt man auch. Weiß nicht. Wo ist hier? Mir fällt gerade auf, dass das hier unten viel zu weit links ist. Das geht so nicht. Geht's immer noch um Gulasch? Gerade geht's um Knoblauch.
Verox hat vor einiger Zeit noch Pokéfusion eingelöst. Oh mein Gott. Monarchies? Das ist einfach so ein schüchternes Entern. Willst du knutschen? Wer will knutschen? Will jemand mit mir knutschen? Das ist viel zu süß. Willst du knutschen? Was ist, ich frage mich auch, was es ist. Ist es Anton und Cosilla? Ist Cosilla, oder? Custon? Ja, Cosilla. Willst du knutschen? Sieht voll süß aus. Knoblauch schälen und das ganze Zehe mit in den Bräter zum Gulasch geben. Was ist ein Bräter? Topf. Während er die 2 Stunden schmort, 1 Stunde, der zerkocht sich dann und isst mit in der Soße. Ein bisschen klein drücken beim Umrühren gibt der Soße nochmal eine richtig leckere Würze. Ferret. Ich werde das tun. Aber wenn ich auch nur eine Knoblauchzehe finde, weißt du, wer schuld ist. Aber was ist der Unterschied? Das werde ich nie verstehen. Was ist der Unterschied zwischen ich tue eine komplette Knoblauchzehe rein und ich tue eine Knoblauchzehe rein, die ich in 10 Stücke zerkleinert habe? Es ist die gleiche Menge an Knoblauch. Die eine hat sogar mehr Angriffsfläche. Also die kleinen Stücke haben mehr Angriffsfläche. Kann sich doch viel besser verteilen. Warum ist es so ein Unterschied? Diese Attacke kann nur eingesetzt werden. Krass, Zuflucht. 140 Stärke. Nachdem ich jede Attacke einmal eingesetzt habe, mache ich Zuflucht mit 140? Noch nie gehört von dieser Attacke. Krass. Alter, ich bring mir die bei. Aber nur, weil ich nur Schrott kann sonst. Du lässt das ätherische Öl raus, wenn du sie anschneidest oder zerdrückst. Aber wir reden doch von Schnapp, 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 rein in den Topf. Was kann denn da für Mikrogase kurz entweichen? Halt kurz Mikrogase. Das ist doch nur so ein Firlefanz. Nein, vertrau mir, den kann man dann wirklich zerdrücken und davon ist gar nichts mehr da. Ja, aber warum? Ich verstehe, wenn man sagt, dann muss ich den Knoblauch nicht schneiden. Weil den Geruch kriegst du von den Füßen. Den Geruch kriegst du von den Füßen nicht so schnell weg. Ich meinte das als Vorteil, wenn du sie zerdrückt reingibst. Ah ja. Achso, ja, aber das passiert ja auch, wenn ich sie zerdrücke und dann in kleine Stückelchen zerschneide. Aber ich weiß schon, was ein Bräter ist. Ich habe sowas mal gehabt, aber ich glaube, den haben wir weggetan, kurz bevor wir ausgewandert sind. Ich finde Zwiebeln und Knoblauchgeruch an den Händen geil. Ja, ich mag den Geruch von beidem auch, aber nicht, wenn der immer noch 3 Stunden später da ist. Jedes Mal, wenn du dir so die Brille richtest, ist es so... Oh. Hallo Dave. Sablatan. Dave, du bist ein Arrrr.
Bokitus. Boki. Bokus. Arbok. Bist du Gift, dieser Flor? Na klar ist das Gift. Oh. Warum bleibt ein KP übrig? Das muss gescriptet sein. Warum ist ein KP übrig geblieben ohne Robustheit? Jetzt kann ich so schnell runtergehen und dann bei einem KP stehen bleiben. Wie hässlich ist das gemacht? Machen wir gleich mal ein Stück Wassermelone. Hoffentlich mit Rum. Oder? Schön die Rum-Bulle in die Wassermelone stecken. Habt ihr das früher auch gemacht? Pure Wassermelone. Ihhh. Kann der mal aufhören, immer das einzusetzen, was gerade nicht so geil ist? Ich hab nix. Dieser Flirt ausgehalten, weil er seinen Trainer liebt. Ah ja, diese Cheat-Mechanik. Wie weit bist du? Ich habe Xenias gerade gefangen im 8. Ball. Perfekt Average. 12% war es. Was ist eigentlich stärker? Was war, vorhin jemand gesagt, L und A? Oh, wow. Oh, ich kann sogar die Positionen ändern. Das wird einem ja nirgends erklärt. Stärke 90. Stärke 80. Sancto Klinge los. Aquaknarre, dein Ernst? Bisschen mickrig. Schwertanz, los! Stahl ist Stab? Wie ist Stahl Stab gegen Wasser? Was? Kampf doch auch. Achso, ich bin nicht. Oh, ich bin so blöd. Ich dachte, ich bin Kampf, ey. Natürlich bin ich Eisen. Oh mein Gott, ich bin Stahl, natürlich! Hat null mehr gebracht. Also es war gleich viel, glaube ich. Aber mit Schwertanz? Hä, das war viel schwächer. Trotz Schwertanz gleich viel Schaden, trotz Stab. Ich habe noch keinen Finsterstein gefunden, ne. Ich habe auch nicht danach gesucht. Krass. Stahl ist schlecht gegen Wasser. Schon, gell? Wird wieder reingelegt. Honigmelone mit Schinken kenne ich nur. Nee, Wassermelone mit Wodka. Hör auf, schneller zu sein. Okay, ich bin auch ein riesiger Dino, aber trotzdem. Erst dieses Bisaflor mein Quajutsu umgebracht hat. Sein Quatsch. Er hat Eisenabwehr benutzt. Trotzdem! Was geschieht? Schneller zu sein und stärker. Stirb! Oh mein Gott. Was ist das für ein Tank? Okay. Jetzt noch Glurak. Kannst du eine Flugattacke, Glurak? Wahrscheinlich. Oh, Schlitzer. Okay. Keine Flugattacke. Bin halt lang. Oh lala. Oh lala. Tschüss. Oh, er kann einen Flug. Er war nur zu blöd, es sofort zu machen. Oh. Oh. Geil. Fiaro gegen Glurak. Da muss ich ja. So geil. L.A. Wer auch immer das gesagt hat, du bist so genial. L.A. zeigt einem einfach die Attacke.
Das war ein Volltreffer. Okay. Ei, das auch. Hätte man jetzt noch seinen Wasserstarter? Mensch, hätte das Bisaflor nicht einfach Robustheits ungefähr gefaked? Ich mache Akrobatik. Einfach weil es 100 ist, oder? Aber ja, trotzdem leicht gewonnen, ohne Probleme. Das Sanktum klang ja noch besser, weil die Attacke ignoriert F-Boost. Ja, schau, ich habe alles richtig gemacht. Instinktiv. Yes! Wo gibt's denn einen Finsterstein? Ich habe in dieser Stadt einen Schatz versteckt. Sag doch wo. Da sieht man, dass man den Starter nicht immer braucht. Natürlich nicht. Aber wenn das Bisaflor so cheatet. Romancia City. Romancia City. War ich da schon? Vielleicht habe ich ihn auch. Warte mal. Wo wäre der überhaupt? Im ersten Teil? Ja. Nö. Von einem Team Rare. Team Flair Rüppel erst nach den Top 4. Well. Okay. Krass, ich kann kein Durengard haben. Aber was ist mit Omega-Höhle? Das klingt aber auch nach Endgame-Bereich, oder? Omega. Kammer der Leere. Pokémon Dorf. Batika. Alles Kraftwerk. Geo, Gott sei Dank, was? Meeres. Hotel. Frost. Omega-Höhle. Vielleicht ist das der Schatz von Mr. Blattern. Aber ich kann es jetzt nicht suchen, denn ich muss ein krasses ungarischen Eintopfgericht machen. Und wenn der anderthalb Stunden dauert, dann ist es schon 8 und das ist die späteste Uhrzeit, wann man essen sollte. Deswegen haben wir es gespeichert, aber wir sind heute weit vorangekommen. Ich habe eine Arena gemacht. Habe ich jetzt wirklich nur 7 oder schon 8 Arenen? Ne, das war die 7. Ja. Die 7. Arena gemacht und ich habe die Bösewicht-Story gemacht. Ich habe Xerneas gefangen, sonst habe ich kein anderes gefangen, aber ich habe Felinara entwickelt. Also wir sind auf dem Weg. Was gibt's sonst noch zu sagen? Nix. Ich arbeite zurzeit an einem Video. Wie man 4 Gamecubes gleichzeitig steuert für Shiny Hunten, um dann das Video machen zu können über Deoxys. Ich habe zuerst angefangen mit Deoxys, als mir aufgefallen, ich sollte allgemein erklären, warum ich 4 Gamecubes habe und nicht im Deoxys-Video. Deswegen machen wir zuerst das 4 Gamecube-Video und dann Deoxys. Dann kommt hoffentlich schon Legends ZA raus. Sind schon neue GB-Operator bestellt? Nö, ich brauche ja keine. Also ich... Wofür? Ach, du hast geglaubt, was ich im Video gesagt habe? Glaub mir doch kein Wort. Nee, warum? Warum soll ich Geld ausgeben für etwas, was ich hier auf dem Tisch schon stehen habe? Das
wäre doch jetzt. Ich habe nur gesagt, ich wünschte, ich hätte 4 GB Operator gekauft, bevor ich 4 GameCubes gekauft hätte. Und selbst dann, wenn ich 4 GB Operator hätte, könnte ich mit denen nicht tauschen. Mit den GameCubes kann ich tauschen. Weißt du, du bist mit dem Origin Dex for Legend Star fertig? Ja. Glaubt ihr, Legend ZA kommt mit der Switch 2 raus? Nee, früher. Heute Final Fantasy 16 für den 30er bekommen? Nice. Ich habe am Wochenende wieder Rebirth gespielt und ich stehe jetzt vor der Shadow Queen da mit dem Blood Queen Ding. Mann, ist die schwer zu besiegen. Das erste Mal, dass ich einen Kampf verloren habe, ever. Ich habe nie hier Queen's Blood verloren, außer vielleicht ganz am Anfang. Jetzt auf einmal muss ich die krasseste Taktik anwenden oder sowas. Also ich habe nicht geguckt, wie ich es schaffe, aber mit meinem Karten kein... Alter, die hat in einer Reihe 50 Punkte. Was ist mit der? So unfair. Oh ja. Und es kamen ja noch voll viele Quests. Die habe ich auch alle langsam gemacht. Wobei der eine Anzugtyp im Golden Saucer, den... Da muss ich noch diese Tomberis besiegen, die sind auch ein bisschen gemein. Ja, tschüss. Vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen, übermorgen, übermorgen wieder. Wir haben bald Gen 6 durch, dann fange ich die alle und dann ist es schon fertig. Außer ich mache alle Mega-Entwicklungen. Gucken wir mal. Danke fürs Dasein. Bis bald. Ich brauche kein Bild von einem Gulasch machen. Guck auf Google, wie es aussieht. Ich erzähle natürlich, wie das Gulasch war, ob sich das lohnt. Tschüss. Bussi.